So, dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zum Rechnerstruktur- und Betriebssystem-Tutorium. Ich muss mal mit Abkürzung überlegen, was das heißt. RSB-Tutorium. Heute zwei große Themen eigentlich. Das eine sind nochmal Gleitkommazahlen und das andere geht eigentlich fast alles nur rund um das Thema Shiften und bitweise Operationen. Wir gucken mal. Schon mal als Vorwarnung, nicht wundern, im zweiten Teil werde ich nicht in der Reihenfolge rangehen, wie es auf dem Aufgabenblatt ist, weil ich es für anders sinnvoller halte. Genau, und insofern würde ich sagen, gehen wir mal ganz direkt rein in das Thema der Gleitkommazahladdierung. Und zwar, da wollte ich hin. Also, wir haben zwei Gleitkommazahlen im Format IEEE 754. IEEE 754 hatten wir letzte Woche ja auch schon mal. Und in dem Fall, genau, auf dem Aufgabenblatt ist bei euch angegeben, dass es heißt, dass von der Mantisse jeweils nur die oberen 8 Bit angegeben sind. Ich habe es bei mir sogar noch weiter verkürzt. Ich habe es auf 4 Bit verkürzt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich das, ich glaube, letzte Woche eben auch schon mal angesprochen hatte. Das heißt dann nichts anderes, als dass man nur die ersten 8 bzw. 4 Stellen hinterm Komma angibt und davon ausgeht, dass alles andere, was weiter hinterm Komma ist, 0 ist. Und wenn man sagt, dass das jetzt hier reicht für unsere Rechnung, dann spart man sich eben diese ganze Schreiberei. Gut, wir fangen an mit zwei Gleitkommazahlen also. Und die Frage wäre dann, was steckt da eigentlich für eine Zahl hinter? Vielleicht einmal nochmal eben zur Wiederholung, wenn ich jetzt mir die obere hier anschaue, das A. Was weiß ich über diese Zahl, wenn ich das in der Schreibweise nach IEEE 754 sehe? Okay. Achtung, vielleicht fangen wir als erstes einmal damit an, wie ist der Aufbau nochmal gewesen na, von IEEE 754 und wo haben wir unseren Exponenten? Vielleicht sollten wir das als erstes einmal klären. Wie bitte? Genau, also das heißt, der Exponent befindet sich an zweiter Stelle bzw. bei uns in der Mitte. Auch richtig gesagt, eben ist das erste ist das Vorzeichen. Das ist halt nur ein Bit. Dann also der Exponent in, auch das ist hier richtig gesagt, in Exzess 127 Darstellung. Und die Mantisse ist das letzte. Bei mir, wie gesagt, nur die letzten 4 Bit. In der Hausaufgabe habt ihr die ersten 8 Bit angegeben. Genau, also da aufpassen in der Reihenfolge, dass ihr das bitte nicht durcheinander bringt. Gut, das heißt, wir wissen, wie es aufgebaut ist. Vorzeichen 0 war nochmal welches Vorzeichen? Null ist positiv, richtig. Und 1 wäre für negativ, genau. Gut, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine positive Zahl hier vorliegen. Wir wissen, dass der letzte Teil die Mantisse ist. Was wissen wir über die Mantisse wie, also? Wie sieht sie aus, wenn ich das jetzt versuche als Dualzahl in so einer mal 2 hoch Darstellung zu schreiben? Nee, es geht mir nicht ums Komma. Also doch, irgendwie geht es mir auch ums Komma. Aber was wissen wir bei der Mantisse in IEEE 754 immer über das Komma, beziehungsweise was vor dem Komma? Richtig. Wir wissen ja, dass bei IEEE 754 das in der normalisierten Darstellung ist. Und normalisierte Darstellung im Dualsystem heißt, dass wir
nur eine 1 vorm Komma haben. Und entsprechend ist dann, auch das habe ich jetzt hier eben schon gesehen, die entsprechende Dualzahl 1,0100 für unsere Mantisse. Okay, und mal 2 hoch unseren Exponenten. Wir wissen, dass der in IEEE 127 ist. Das heißt, wir müssen jetzt die 120 wieder abziehen von dem, was wir haben als Dualzahl. Weiß jemand circa, welche Dualzahl wir haben im Exponenten in der Darstellung? Fast, nein. Also, ich sehe da unten schon die richtige Antwort. Also, wir haben hier als Exponenten momentan die 131. Mit den Zahlen hier kann man das auch noch relativ schnell rechnen, wenn man weiß, dass 2 hoch 7 müsste das jetzt sein. Also, dass das, wenn hier das achte Bit, wenn das eine 1 ist, dass das die 128 sind. Und 128 plus 3 sind 131. Das heißt, unser eigentlicher Exponent ist 131 minus 127, das heißt 2 hoch 4 in dem Fall. Genau, das ist das, was also eigentlich hinter der Zahl da oben steckt, hinter dem A. Die 131, ganz einfach die Umwandlung von dieser Dualzahl in eine Dezimalzahl. Man kann natürlich jetzt einfach die Potenz, Reihe aufschreiben. 2 hoch 0, das wäre die 1. Plus 2 hoch 1, das wäre die 2. Dann wäre ich schon bei 3. Und dann bin ich ja weiter. Ne? Das habe ich alles nicht. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 hoch 7 ist die 128. Und dann habe ich also 2 hoch 7 plus 2 hoch 1 plus 2 hoch 0. Oder auch anders gesagt, 128 plus 2 plus 1. Und damit bin ich bei 131. Genau, unten die Zahl ist nicht so viel anders. In dem Fall hätten wir die 1 mit 4 Nullen mal 2 hoch. In dem Fall ist es einer weniger, der Exponent, also 130 minus 127. Das heißt, der eigentliche Exponent ist dann 2 hoch 3 an der Stelle. Okay, das ist erstmal die Zahl, die dahinter steckt. Insgesamt soll jetzt diese Berechnung passieren ohne Umwandlung in das Dezimalsystem. Das kann auf verschiedene Art und Weisen gemacht werden. Es gibt, ich meine, mindestens 2 verschiedene Rechenwege, Lösungswege. Ich würde einen mit euch durchgehen, der meiner Meinung nach relativ einfach machbar ist. Wenn ihr einen anderen machen wollt oder ich weiß gerade nicht, welcher präferiert in der Vorlesung vorgestellt wurde, ist das natürlich auch möglich. Und zwar ist das Erste, was wir rechnen wollen, a plus b. Und hat jemand einen Vorschlag, wie wir bei diesen Gleitkommazahlen die Addition dann durchführen können? Okay, genau. Das klingt danach, dass du auf dem Weg bist, den ich gerne mit euch gehen würde. Das wäre, dass wir als erstes die Exponenten angleichen. Den kleineren auf den größeren. Das heißt, wir würden das b nehmen, weil das ja der kleinere ist. Und genau, ich sehe da unten schon, da hat jemand verschoben. Also 0,1 wäre das dann, weil wir das Komma dafür, also da muss ja eben ein größer werden. Und wenn das Ganze ein größer werden soll, dann verschieben wir das Komma ein nach links. Also das heißt 0,1 mal, könnte jetzt halt sagen, 2 hoch 4 wäre das Ganze, beziehungsweise 0, eigentlich ganz sauber 0,1
2, 3. Hier Nullen haben wir. Warum die 0,1? Wir brauchen die Exponenten angeglichen. Wir haben hier den Exponenten 2 hoch 4 in A. Wir haben den Exponenten 2 hoch 3 in B. Und das heißt, wir müssen den kleineren Exponenten zum größeren angleichen. Oder jedenfalls. Genau. Und das heißt, 1,0, wenn ich den Exponenten vergrößern will, also dass ich von 2 hoch 3 auf 2 hoch 4 komme, dann wird ja quasi mehr multipliziert, also muss die Zahl davor kleiner werden, damit ich nachher immer noch die gleiche Gesamtzahl habe, wenn ich das als Zahl gesamt sehe. Nee, das Ziel ist, dass der Exponent gleich ist. Im Moment habe ich ja hier 2 hoch 130 minus 127 und ich will, dass 2 hoch 131 minus 127 ist. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, das Wichtige ist, dass der Exponent angeglichen wird. Und dann muss ich mit in diesem zweiten Schritt als zweiten Teil halt eben gucken, okay, was muss ich mit der Zahl davor, mit der Mantisse tun, damit ich nicht die Größe der Zahl ändere. Damit ich dann nicht nachher irgendwie statt, ja, insgesamt, keine Ahnung, was hatte ich gesagt, 2 hoch 4, 4, 8, 6. Richtig, genau, das wollte ich gerade schreiben, dass wir, wenn wir das um einen verschieben, hier das Komma einen nach links und hier hingehen, dann haben wir eigentlich eine 1 und dann 4 mal 0. Also das war das, wo ich gerade am Schreiben war. Und rein formal ist dann ja auch unser Exponent, wenn wir noch in der Schreibweise von da oben sind, 1, 2, 3, die Zahl. Weil das jetzt eine Dualzahl ist, weil das ja der Exponent 131 in der Schreibweise, in der Exzess 127 Schreibweise wird. Okay, das Wichtige, was wir daraus mitnehmen, ist vor. Genau, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt einfach nur die Binärzahl habe. Ich habe es jetzt eben quasi dazu gesagt, wenn ihr den Exponenten in Exzess 127 angebt, dann könnte man da an der Stelle, weil das erstmal nur eine Angabe ist und wir tatsächlich da jetzt nicht in der nächsten Zeile weiterrechnen, zum Beispiel in Klammern dahinter schreiben Exzess in Exzess 127, dass man das einfach nochmal sicherstellt, dass das in der Schreibweise ist. Das wäre an sich, würde es ja das Gleiche bedeuten. Also es ist ja halt, wichtig ist halt, dass klar ist, wo dann die 4 herkommt. Weil was ich jetzt hier oben gemacht hatte mit euch, war ja das Erste, wir haben uns einmal angeguckt, was ist da eigentlich für eine Zahl hinter. Und dadurch wissen wir, dass es die 4 ist und dadurch gibt es die Verknüpfung. Wenn ich jetzt anfangen würde, ich nehme das hier, schreibe, also habe quasi nur den Aufgabentext und mache dann gleich als Erstes den ersten Schritt Exponenten angleichen. Und schreibt dann b gleich 0,1 mal 2 hoch 4, dann ist überhaupt nicht klar, wo eigentlich das 4 herkommt. Verstehst du? Also es muss halt klar sein, woher kommt eigentlich die Zahl, mit der ich gerade rechne. Okay, wir haben die Exponenten angeglichen. Was wäre der nächste folgende Schritt? Richtig. Genau, wir müssen als nächstes die Mantissen addieren. In dem Fall ist das jetzt noch relativ einfach. Wir haben unsere 1,0100 plus unsere 0,1 mit den vier Nullen. Das rechnen wir zusammen und kommen dann auf 1,11.
mit potenziell eben 5 Nullen dahinter. Müssen natürlich dran denken, wenn wir das jetzt irgendwie angeben sollen, dass am Ende wir nur die vier höchsten angeben müssen. Das heißt, für die Angabe würde die 0 dann eh nachher wegfallen. Aber erstmal ist der Schritt ja sowieso Mantissen addieren. Es gibt noch einen Zusatzschritt, den man direkt nach der Mantissenaddierung macht. Und wisst ihr, welcher das ist? Genau, normalerweise, also was heißt normalerweise, man muss halt gucken, eigentlich erfolgt jetzt eine Normalisierung. Unsere Zahl ist schon normalisiert, wir haben nur eine 1 vor dem Komma, das heißt, für uns entfällt sie hier. Ansonsten müssen wir wieder schieben. Ja, also ist perfekt, nur die 1 und das Komma, schon in normalisierter Darstellung. Ist halt Zufall, kann halt auch sein, dass es anders ist. Dann. Was erfolgt als nächstes? Wir haben unsere Exponenten angeglichen, wir haben die Mantissen addiert und zwischendurch kommt noch eine Frage. Worauf bezieht sich die Frage? Warum wir nicht? Ja, gut, Normalisierung. Dann nochmal ganz kurz dazu. Wann normalisieren wir denn eigentlich eine Zahl? Wann müssen wir eine Zahl normalisieren? Genau, wenn wir uns hier Dualzahlen angucken, ist genau ein richtiges Beispiel. Also wir könnten hier sowas haben wie 1, 0,1001 oder so. Dann heißt es also, wir haben mehr als nur eine 1 vorm Komma stehen, weil für Dualzahlen normalisiert heißt es am Ende nichts anderes, dass die normalisierte Form ist 1, irgendwas und nichts mehr vor der 1. Das würde hier nicht vorliegen. In dem Fall hier müssten wir halt normalisieren. Und das würde dann halt auf 1,01 3 Nullen und 1 hinkommen und entsprechend natürlich den Exponenten dann wieder anpassen. Und genau, wir haben halt durch die Rechnung hier zufällig Glück. Das heißt, die Normalisierung entfällt hier. Sollte man trotzdem kurz einmal dazu schreiben, dass die Zahl schon normalisiert vorliegt. Falls man irgendwie Fehler im nächsten Schritt macht, vielleicht kriegt man noch einen halben Punkt oder so dazu. Die Zahl. Das ist nochmal der Exponent, wo wir ihn in Exzess 127 Schreibweise haben. Das war quasi, wir haben ja gesagt, wir gleichen den Exponenten von b an auf den Exponenten von a. Und in der IEEE 754 Schreibweise würde der halt entsprechend so aussehen. Und das ist das Ziel, wo wir eigentlich eben hin wollten. Das heißt, naja, nach unserer Exponentenangleichung ist das auch der Exponent von b. Wir haben ja das Komma extra verschoben, damit wir den Exponenten anpassen durften. Der Unterstrich 2, das war das Ding mit, ich weiß nicht, ob du vorletztes Mal dabei warst. Jetzt muss ich gerade mal gucken, da kann ich hinschreiben. Wenn ich tippe, brauche ich halt ziemlich lang, wenn ich, also es gibt bestimmte Sachen, die kann ich nicht einfach tippen am Computer. An sich ist das das gleiche, wie wenn ich noch die richtige Farbe nehmen. Wenn ich kenntlich machen will, dass das eine Dualzahl ist, dann kennt ihr aus den Folien ja teilweise die Schreibweise mit einer klein gestellten 2. So, und wenn ich dieses Unterstrich 2 mache oder auch Unterstrich 10, dann für Dezimalsystem heißt dann einfach nur, dass ich damit kenntlich mache, um was für ein Zahlensystem das sich handelt. Einfach weil ich das sonst zu lange brauche hier in den Folien, wenn ich. Und es außerdem hässlich wird, wenn ich das alles mit der Hand irgendwie zeichne. Also das kommt einfach nur daher. Gut, aber die Fragen sind ja alle gut und berechtigt und
Am Ende des Tages solltet ihr dann damit auch alle alles nochmal verstanden haben. Je häufiger man es hört oder wiederholt, das ist, glaube ich, auch mal besser. Und deswegen auch gut, wenn wir so Unklarheiten nochmal durchgehen. Also, wir haben angeglichen, Exponenten angeglichen, Mantissen addiert, wir haben die Normalisierung entfallen lassen. Was müssen wir jetzt noch machen? Okay, ja. Im Endeffekt tatsächlich noch die Rundung. Da hast du natürlich recht. Und ich sehe auch schon die nächste Sache. Natürlich die Angabe in IEEE 754. Pack die Rundung noch mal lieber in Schritt 2 irgendwie rein. Da finde ich sie eigentlich schöner. Okay, wir runden. Das hatte ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt. Wir brauchen nur 4 Nachkommastellen für das, was wir angeben. Insofern können wir auf 1,1100 runden, die letzte 0 wegfallen lassen. Und dann halt aber eben die Angabe des Ergebnisses in IEEE 754. So, wer traut sich denn mal was zu sagen, wie das Ergebnis jetzt aussehen muss? Oder auch zu schreiben, also eins von beiden. Ja, okay, Vorzeichen ist okay, das können wir nehmen. Vorzeichen 0 heißt, wir haben ja eine positive Zahl, das hat sich nicht geändert. Vorsichtig mit dem Exponenten, das passt noch nicht so ganz. Unser Exponent, ne, denkt dran, wir hatten den angeglichen auf 2 hoch 4. Das heißt, unser Ergebnis hat dann entsprechend auch den Exponenten 2 hoch 4. Und in Exzess 127 Schreibweise ist das entsprechend das hier gewesen. Hätten wir in der Normalisierung eventuell nochmal Komma schieben müssen, kann es natürlich sein, dass man einen anderen Exponenten kriegt, dass man den dadurch vielleicht nochmal ein oder zwei verringern oder verkleinern muss oder erhöhen muss. Ne, okay. Genau, also ich sehe auch schon das richtige Ergebnis im Chat dazu. Also insofern, dadurch, dass wir keine Normalisierung zwischendurch gemacht haben, können wir direkt den Exponenten nehmen von der Stelle, wo wir ihn angeglichen haben. Und das ist dann eben hier die 1 mit 6, nee, 5, 1 mit 5 Nullen und 2 Einsen. Und das letzte, das habe ich auch schon gesehen. Letzter Teil ist natürlich, wir haben Vorzeichen, wir haben Exponenten, das heißt, uns fehlt noch die Mantisse. Wir erinnern uns daran, dass von der normalisierten Mantisse ja, die führende 1 vom Komma nicht mit angegeben wird und insofern nur halt die Nachkommastellen und unsere Nachkommastellen sind 1, 1, 0, 0 und das ist unsere Angabe in IEEE 754. Okay, und damit hätten wir die Addition von zwei Gleitkommazahlen nach IEEE 754, weil das Ganze sonst so langweilig wäre, wenn wir nur addieren würden. Aber erstmal noch eine Frage. Ja? Jein. Das mit den Strichen und den Klammern. Natürlich ist es so, dass im Computer selber die nicht dargestellt werden. Der kennt das natürlich nur in direkt hintereinander geschrieben. Aber wenn wir über IEEE 754 reden, gebt das bitte auch entsprechend in dieser Schreibweise an. Erstmal hilft es euch, dass ihr besser sehen könnt, wie es zusammenpasst. Und also, dass es auch irgendwie richtig aussieht. Es hilft auch den Übungsgruppenleitern, gerade bei längeren Zahlen. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen halt so eine gewisse Konvention, wenn man halt nicht das im Computer hat, sondern selber das, also
irgendwie so darüber redet und schreibt, dass man das entsprechend so darstellt. So, und dann kommt nochmal die Frage mit dem Exponenten. Ich finde das schön, wenn ihr euch gegenseitig auch schon untereinander helft. Genau, also unser Exponent besteht in der Exzess-127-Darstellung darin, dass wir die Zahl nehmen, wie sie als Exponent angegeben ist, minus 127. Dann kennen wir den eigentlichen Exponenten. 131 minus 127 ist 4. Und umgekehrt, wenn wir es dann wieder angeben wollen, wir wissen, unser Exponent ist 4, dann müssen wir die 127 addieren und das Ganze in Dualdarstellung. Das ist dann die Darstellung des Exponenten in Exzess 127 nach IEEE 754. Gut. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, wir haben Addition gehabt. Das heißt, als nächstes gehen wir weiter. Wir kommen zur zur Subtraktion. Wir bleiben bei den gleichen Zahlen, weil es so schön ist. Und wie ist das denn bei der Subtraktion? Wie sehen da die Schritte aus, mit denen wir vorgehen müssen bei Gleitkommazahlen nach IEEE 754? Okay, ja. Ja, genau. Du bist beim zweiten Schritt. Der erste Schritt ist das gleiche, wie wir eben schon hatten bei der Addition. Auch hier müssen wir die Exponenten angleichen. Das bitte nicht vergessen. Also wir können halt eben sagen, unser b, ja, also die 0,1. 0,1 mal 2 hoch 4, beziehungsweise 0, da fehlt noch eine, mal 2, oh. Na, also ist ja erstmal exakt das gleiche wie eben. Und dann kommen wir zu dem, was eben schon gesagt wurde, ob wir das jetzt mit der Zweierkomplementdarstellung machen oder ob wir das ganz normal machen. Im Endeffekt geht es ums Gleiche. Wir müssen die Mantissen subtrahieren. Und genau, richtig gesagt, wir können es mit dem Zweierkomplement machen. Wir können aber auch einfach nur die Subtraktion machen an der Stelle. So, in dem Fall. Dem Fall würde ich jetzt einfach sagen, nehmen wir mal, weil es tatsächlich bequem und einfach geht, nur die reine Subtraktion, auch um die nochmal gemacht zu haben. Wie gesagt, Zweierkomplement ist genauso okay. Na gut, wobei sehr spannend ist das jetzt auch nicht. Womit ihr euch wohler fühlt, sage ich da immer gerne. So, jetzt muss ich gleich einmal gucken. Jetzt. So, das kennen wir ja schon, dass irgendwie Big Blue Button meint nach einer gewissen Zeit, ich gebe den Präsentator woanders hin und klaue den Screenshare. So. Na,
Subtraktion. Genau, also wenn nicht explizit steht, ihr sollt das mit Zweierkomplementdarstellung machen, könnt ihr auch einfach die Subtraktion machen. Das Ergebnis ist halt das gleiche. Hängt natürlich auch immer das ein bisschen davon ab, je mehr Zahlen man hat. Ja, ach, wie gesagt, womit ihr euch halt wohler fühlt an der Stelle. So, wie war das jetzt? 0 und 0 ist natürlich einfach. 0 von 1 abgezogen bleibt die 1. 1 von der 0 abgezogen heißt für uns, wir haben noch 1 über und Übertrag von 1. Und 1, ein Übertrag abgezogen von der 1 heißt 0. Das heißt, unser Ergebnis wäre in dem Fall hier 0,1100. Und was müssen wir als nächstes machen? Vielleicht. 1 minus 0 ist 1, aber Achtung, weil wir hier an der Stelle, voilà, hier haben, dann halt so rum, weil wir hier an der ersten Nachkommastelle eine 1 von der 0 abgezogen haben. Na, das reicht ja nicht. Haben wir hier unseren Übertrag, den ich hier gerade nicht so stehen habe. Und deswegen habe ich hier ja quasi 1 minus 0 minus Übertrag 1, der hier unten mit drin ist. Und damit komme ich im Endeffekt auf 1 minus 1 und dann gleich 0. Ist meines Wissens an der Stelle nicht verboten, weil nicht explizit vorgegeben ist, dass man das mit Zweierkomplementrechnung machen muss. Also deswegen an vielen Stellen achtet halt darauf, was im Aufgabentext steht. Manchmal hat man auch schon den einen oder anderen Tipp oder die Hinweise, die euch dann auch so ein bisschen Aufwand sparen können. Also in dem Fall halt ist ja auch ganz wichtig, hatte ich vorhin gesagt, im Aufgabentext steht hier, von der Mantisse sind jeweils nur die oberen 8 Bit angegeben. Also bei euch, bei mir, ich habe ja definiert 4 Bit. Wenn ihr solche Kleinigkeiten überlest, dann ist das immer so ein bisschen doof, weil ihr euch einfach mehr Aufwand macht und irgendwie viel mehr schreiben müsst. Genau, und wenn nicht wirklich irgendwie steht an der Stelle, dass ihr das mit Zweierkomplement machen müsst, dann ist meines Wissens beides in Ordnung. Und genau, meine Frage wurde zwischenzeitlich auch beantwortet. Was müssen wir als nächstes machen? Normalisierung, richtig. Denn wir haben ja so ein bisschen eine Null vorm Komma. Null vorm Komma ist doof. Zumindest, weil es ja heißt, in IEEE 754 muss es als normalisierte Gleitkommazahl vorliegen. Und ja, das werde ich ein paar Mal immer wieder wiederholen, damit ihr es nicht vergesst. Also normalisierte Gleitkommazahl. Wir müssen das Komma nach rechts schieben. Na? Wir wollen ja quasi, dass das Komma hier an der Stelle hinter der 1 ist. Die Frage ist, was passiert mit dem Exponenten, wenn ich das Komma nach rechts schiebe? Okay, richtig. Wenn ich das Komma nach rechts schiebe, dann muss der Exponent kleiner werden. Also wenn das im Endeffekt, es muss die Waage sein. Wenn das eine größer wird, muss das andere kleiner werden, damit es immer ausgeglichen ist. Okay, und wenn unser Exponent kleiner wird, dann haben wir quasi, brauchen wir 2 hoch 3 in Exzess 127 Darstellung. Und das wäre dann die 130, genau. Und das wissen wir von oben ja noch, was das ist. Und na. Okay, also wir haben unsere Gleitkommazahl normalisiert. Das ist schon mal schön.
Wie sieht das weiter aus mit dem nächsten Schritt? Okay, wir gucken uns die Rundung an, ja. Wir stellen fest, wir haben auf jeden Fall, wollte gerade die Zahl schreiben, ich wollte Rundung schreiben. Müssen wir da groß was tun? Nö, müssen wir nicht. Wir haben nicht mehr Nachkommastellen, als wir haben dürfen. Wir dürften ja an sich 4 Nachkommastellen haben. Wir haben jetzt nur 3, das ist nicht so wild. Also im Endeffekt müssen wir da irgendwie hier nichts tun, müssen nur darauf achten, dass wir bei der Angabe gleich natürlich dran denken, dass es potenziell eine Null mehr ist. Und das ist dann auch wieder das dritte oder letzte, also dritte, ich sag mal dritte, also der letzte Schritt an der Stelle, die ganze Sache Angabe in IEEE 754. Okay, warte mal bitte ganz kurz. Da ist nochmal wieder die Frage. Das ist so ein bisschen hier untergegangen. Ich versuche das mal so zu schreiben. Da ist mein Übertrag. So. Ne? 1 minus 0 minus Übertrag 1. Dadurch kommen wir hier unten auf die Null vom Komma. Weil wir hier 0 minus 1 gemacht haben. Muss man immer erst, wie rum macht man das Ganze? Naja, wir haben, Achtung, in der Reihenfolge haben wir zuerst normalisiert, dann gerundet. Ganz blöd gesagt, es ergibt für mich jedenfalls nicht so viel Sinn, erst zu runden, dann zu normalisieren, weil wir unter Umständen dann Genauigkeit in der Zahl verlieren. Es ist eigentlich ja sinnvoll zu gucken als erstes, wohin schiebe ich die 1 oder wohin schiebe ich das Komma. Also angenommen, ich habe halt irgendwie 0,0, ich schreibe das mal hier auf, also 0, nehmen wir das mal, also ich darf 4 Nachkommastellen haben, meinetwegen jetzt mal für das Beispiel hier. Und ich habe so eine Zahl und es geht darum, dass ich die runde und normalisiere. Wenn ich zuerst runde, dann würde ich jetzt 4 Nachkommastellen an der Stelle sagen, das wäre dann 0,0110. Und dann würde ich es normalisieren. Ich habe hier nicht mehr den Platz. Dann würde ich es normalisieren, dann käme ich auf 1,10. Wenn ich allerdings erst die Normalisierung mache, also das Komma verschiebe, dann komme ich auf 1,1001. Das wäre von der Rundung auch okay. Da müsste ich dann nämlich nicht mehr runden und ich sehe aber, dass ich dann hier eine andere Zahl habe. Also ich habe im Endeffekt, wenn ich zuerst runde, ich meine, wir hatten ja auch irgendwie diese Aufgabe, wo man jeden Zwischenschritt rundet und dann im Gegensatz zu einmal ganz am Ende runden. Und man kann dadurch halt eben Genauigkeit verlieren. Für die Aufgabe hier nicht so relevant, aber allgemein gesagt gilt natürlich trotzdem, das sollte auch, meine ich, so ein bisschen als Ergebnis dieser Aufgabe mit rausgekommen sein, die ihr da auf einem der vorigen Blätter hattet, dass man vielleicht nicht immer alle Nachkommastellen bis ins allerletzte mitnimmt, aber dann zumindest überlegt, wo wäre es sinnvoll zu runden. Und wenn ich jetzt nicht die Zahl so hätte, sondern nochmal deutlich länger, dann kann man sich halt drüber streiten, ob es sinnvoll ist, so viele Stellen mitzunehmen. Mit Normalisieren ist immer ein bisschen schwierig. So. Jetzt muss ich auch mal kurz gucken.
Okay. Ja, auf. Wie ist denn das mit Rundungen, wenn ihr das Ganze im Dezimalsystem kennt? Also das ist jetzt hier so einmal die Frage, die aus dem Chat ist. Wie wäre das bei einer Rundung von 1,1001 auf vier Nachkommastellen gerundet? Wäre das dann 1,1001 oder 1,1000? Also würde man aufrunden oder würde man abschneiden? Genau, also aus dem Dezimalsystem kennen wir es irgendwie auch mit ab 5 aufrunden. Was ist dann also eigentlich das Sinnvolle im Dualsystem? Aufrunden, ja. Irgendwie haben wir nicht so viele Möglichkeiten, ne? Wenn wir da eine 1 auf der nächsten Stelle haben, sagt es ja eigentlich schon, dass wir eine relativ hohe Zahl haben. Wenn wir eine 0 hätten, also eine 0 ist dann relativ klar, dass wir dann halt eben auf 0 abrunden und auf eine 1 dann irgendwie aufrunden. Viel mehr Möglichkeiten haben wir an der Stelle nicht. Gut. Ich schmeiße jetzt erstmal meine Beispiele hier wieder raus. Brauchen wir nicht. Also wie gesagt, am besten halt, was heißt am besten? Also es ist eigentlich sinnvoll, erst zu normalisieren und dann am Ende erst zu runden, weil ihr sonst hier Genauigkeit verliert. Und uns fehlt noch die Angabe in IEEE 754. Genau, Vorzeichen ist die 0. Dann der Exponent, genau. Genau, richtig. Und vor allem auch da aufgepasst, meine Mantisse, ich nehme die Mantisse aus meiner normalisierten Zahl, habe hier zwar nur drei Nachkommastellen, aber laut von mir hier angepasster Aufgabenstellung vier Nachkommastellen, die wir angeben sollen. Beziehungsweise in der Hausaufgabe halt 8 Nachkommastellen. Das heißt, ich muss eine weitere 0 mit ergänzen, dass ich die mit anzeige. Und damit haben wir auch die Subtraktion. Okay, Subtraktion, schön und gut. Wir kommen zur Multiplikation. Wir bleiben bei unseren Lieblingszahlen oder zumindest meinen Lieblingszahlen von eben. Wir haben unser A und B. Wir wollen das Ganze multiplizieren. Wie können wir auch hier wieder schrittweise vorgehend das Ganze machen? Tatsächlich ist das bei der Multiplikation mit den Exponenten ein bisschen anders. Genau, also es ist bei der Multiplikation so, dass wir die Exponenten addieren. Bevor wir überhaupt uns an die Exponenten setzen, ich mache das immer mehr so als drittes, gibt noch zwei andere Sachen, die wir machen müssen. Nicht angeglichen, aber wir müssen was mit den Mantissen machen. Das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Naja, also irgendwas müssen wir auch multiplizieren. Wenn wir jetzt die Exponenten addieren, dann ergibt das irgendwie Sinn, dass wir die Mantissen multiplizieren, weil sonst fragen wir uns eigentlich, warum multiplizieren wir überhaupt? Und noch was ganz anderes, nämlich wir haben ein Vorzeichen. Und da sollten wir halt eben klären, was gilt eigentlich für das Vorzeichen. Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Also es kann halt sein, dass wir zwei positive Zahlen haben, die wir multiplizieren. Was bedeutet das fürs Vorzeichen am Ende?
Immer noch positiv, richtig. Wenn wir eine positive und eine negative Zahl multiplizieren, dann haben wir Minus, genau. Und der letzte Fall könnt ihr natürlich schon ahnen. Minus mal Minus. Das ist Plus. Genau. Genauso wie im Dezimalsystem. Das heißt, für unser Vorzeichen was? Was haben wir hier als Vorzeichen im Ergebnis? Das ist dann auch positiv, genau. Also im Endeffekt die Null. Gut, dann kommen wir, wie gesagt, zu den Mantissen. Ach, das habe ich hier schon addieren. Mantissen multiplizieren. Und ja, was waren unsere Mantissen? Das eine war 1,01 mal 1,0. So, wir hatten, glaube ich, nicht Mantissen, wir hatten Dual. Multiplikation hatten wir schon auf dem vorherigen Aufgabenblatt. Ne, normalerweise fängt man halt eben an, schreibt das untereinander, geht dann durch die einzelnen Stellen und muss halt eben einmal darauf achten, ne, das sauber untereinander zu schreiben, zu addieren. Was wir hier jetzt nicht unbedingt machen müssen, weil jetzt die Zahl mal 1 ist so ein bisschen witzlos. Aber ich wollte mit euch auch nicht das Multiplizieren üben, sondern die Aufgabe. Das heißt, wir multiplizieren unsere Mantisse. Was man jetzt nochmal sich angucken muss, wenn man die Mantisse multipliziert hat, ist was? Ja, ein Exponent. Da müssen wir gleich noch, den müssen wir noch bearbeiten. Und es gibt aber noch eine Sache, wo wir vorher noch gucken müssen. Ja, wir müssen, genau richtig, wir müssen halt einmal gucken, ob wir normalisieren müssen. Also es kann halt sein, dass unser Ergebnis so ist, dass es nicht in normalisierter Form vorliegt, weil wir vielleicht irgendwie halt so eine große Multiplikation hatten, dass wir vielleicht mehrere Stellen vor dem Komma haben oder so. In dem Fall bei uns, wir sehen es schon, wir haben 1,01, das heißt, bei uns entfällt das Normalisieren, aber damit ihr das mit auf dem Schirm habt, schreibe ich das einmal gerne nochmal dazwischen auf. Das Normalisieren entfällt hier an dieser Stelle. Und da sind wir jetzt halt eben an dem Punkt, warum man mit dem Exponenten so ein bisschen aufpassen muss, wann man das Ganze bearbeitet, weil es eben halt sein könnte, dass man hier eben drauf achten müsste, ja, dass halt der Exponent sich irgendwie wie ändert. Genau, wenn wir jetzt den Exponenten ändern würden, also zum Beispiel halt eben sagen würden, wir würden das Komma eine Stelle nach links verschieben und dadurch auf einmal 2 hoch 1 kommen, dann können wir das genauso addieren zu dem Restexponenten, die wir eh schon addieren müssen. Also das würde dann halt einfach dazukommen. Bei uns aber relativ simpel gehalten noch. Wir würden die Exponenten addieren. Und das Ganze naja, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir gehen davon aus, wir wissen, was die Zahlen sind von dem Exponenten. Und wenn wir halt den Exponenten 2 hoch 4 plus 2 hoch 3 addieren, dann muss da irgendwie ja 2 hoch 7 rauskommen.
Wenn wir jetzt ganz explizit das Ganze ohne irgendwelche Umwandlungen machen sollen und vielleicht auch nicht wissen, wie die ganze Darstellung ist, können wir auch die Addition der Exponenten in der Exzess-Schreibweise machen. Wie würde das dann also aussehen? Wir nehmen unseren oberen Exponenten, die 1, 0, sind das 5 Nullen, 2 mal die 1, also 131, plus unseren anderen Exponenten. In der nächsten Zeile könnte ich dann halt jetzt gegebenenfalls ergänzen, was sich halt ändern würde durch die Normalisierung. Habe ich hier jetzt aber nicht. Ich würde das Ganze zusammen addieren. Und wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe im Vorfeld, ich kürze das einmal ab. Null eins, null eins, genau. Dann kommt da eine relativ große Zahl raus. Und jetzt müssen wir uns nochmal die Frage stellen, wir haben jetzt unsere Exponenten in Exzess-Schreibweise addiert. Die Zahl ist irgendwie nicht die 7 in Exzess 127 Darstellung. Warum ist das Ganze so? Genau. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass jedes Mal in dieser Darstellung des Exponenten die 127 drin addiert sind. Das heißt, wir haben jetzt quasi zweimal 127 drauf addiert auf unsere 4 und die 3 und sind damit 127 zu weit. Und ich sehe auch schon im Chat entsprechend, wir müssen nochmal die 127 abziehen. Weil wir halt eben ja zu weit weg sind. Das ist bei zweimal 127, die wir drauf addiert haben. Gut, aus Platzgründen mache ich das mal an der Stelle. 3, 4. Okay, die 127 wäre ja eigentlich null, eins, ein. Ja. Das wäre ja die 127, das können wir abziehen. Oder wir machen es uns an der Stelle etwas einfacher. Naja, an der Stelle würde ich sagen, nehmen wir mal das Zweierkomplement, weil wir da eben ein bisschen weniger nachdenken müssen, weil das sind sonst ganz viele Einsen von Nullen abgezogen und das ist so anstrengend. Also machen wir da das Komplement raus. Das heißt, wir haben eine 1 mit, voilà, das wollte ich nicht, entsprechend ganz vielen Nullen. Und auf die letzte Stelle wird eine 1 addiert. Okay, dann addieren wir das Ganze. Und müssten die 1, 1, 3 mal die 0, 0, 1, 1, 0 rauskriegen. Wir haben unsere 1 hier vorne stehen. Nach der ganzen Rechnung. Die haben wir so ein bisschen von eben mitgenommen. Das ist so ganz schön. Für uns ist es nach der Umwandlung hier, nachdem wir quasi die 127 abgezogen haben, unsere 8-Bit, die wir dann da brauchen, das ist unser Exponent. Das ist jetzt die 7 in Exzess 127. Das müsste auch hinhauen, wenn wir uns angucken. Exzess 127 heißt ja immer bei dem Exponenten,
die letzten Stellen, quasi der Exponent in Dualschreibweise minus 1. Also die 3, dann endet das auf 1, 0. Die 4, dann endet das auf 1, 1. 7 wäre ja 1, 1, 1 dual, also müssten wir auf 1, 1, 0 enden. Passt, sieht also gut aus. Und dann können wir das halt eben nach IEEE 754 angeben. Genau, hier haben wir die minus 127, aber in Zweierkomplementdarstellung gerechnet. Ich hätte auch minus, also hier ist jetzt ja plus. Ich habe plus Zweierkomplement von 127 gemacht. Einfach, weil ich in dem Fall sehen konnte anhand der Zahlen, dass ich damit dann ganz wenig addieren muss, ganz wenig Fehler machen kann. Wenn ich das mit der 0 und den ganzen Einsen gemacht hätte, was also die 127 gewesen wäre, hätte ich ganz viel 0 minus 1 gehabt und da kann ich mich viel mehr vertun und dann ist es für mich halt so einfacher. Das ist das, was ich meinte mit, wenn nicht explizit angegeben ist, ob ihr eine Subtraktion in Zweierkomplement macht oder als normale Dualsubtraktion, nehmt das, was ihr dann das Gefühl habt, was für euch einfacher ist an der Stelle. Und damit ihr die Schritte nachvollziehen konntet, hatte ich genau schrittweise gesagt, das wäre erstmal das Einer-Komplement gewesen, die 1 mit den vielen Nullen. Und das Zweier-Komplement wäre dann, ist dann halt eben das mit 1 vorne und der 1 hinten. Und da ist eben, ja? Ja, du hast recht. Eigentlich müssen wir ganz sauber sein. Wir müssen ja die gleiche Breite haben wie oben. Am Ende brauchen wir zwar nur die 8 Stellen und das kommt ja auch auf der richtigen Stelle. Wir würden tatsächlich vorne die 0 haben, was dazu führt, dass wir eine 1 haben. Die 1 uns den Übertrag generiert, der dann an der Stelle davor ist. Voilà. Und damit eigentlich das uns unser positives Ergebnis anzeigen würde mit der 1 davor. Und wir hiervon aber nur 8 Stellen brauchen. Die unteren, also die Zahl quasi auf 8 Stellen berechnet, das sind die entsprechenden 8 Bit an der Stelle. Insofern danke für die Nachfrage. Also das wäre halt ganz, ganz sauber, weil wir halt dann eben natürlich mit dem Zweierkomplement auch gucken müssen, dass wir die gleiche Breite haben, damit wir uns da nicht irgendwie vertun. Okay, IEEE 754, bevor ich da nochmal von abkomme. Also in dem Fall ist es so ein bisschen implizit gewesen, dass wir wussten, dass diese 1 hier eh wegfällt, weil die zu viel ist. Weil wir Dinge abziehen. Ganz sauber ist es halt, wenn wir sagen, wir addieren halt die. Oh Gott, ich schreibe es hier mal drüber. Das wäre ja die 127, die wir addieren. Und wenn wir das eben ins Zweierkomplement bringen, dann kommen wir auf diese Zahl hier. Und das dann eben addieren. Wo hast du 2 mal 1 am Ende? Jetzt bin ich irritiert. Bist du an der Stelle hier links?
1, 6, 0. Die Stelle? Okay. Ich versuche das nochmal anders darzustellen. Ganz kurz. Ich werde es gleich wieder wegschmeißen müssen, damit das nicht so kaputt ist. Also, das ist 127. Wenn ich das Ganze ins Einer-Komplement bringe, wird die 0 zu 1, die 0 zu 1, die 1 zur 0 und so weiter und so weiter und so weiter. Und die 1 zur 0. Dann habe ich das Einer-Komplement hier von der 127. Und ich addiere fürs Zweier-Komplement hinten noch die 1. Und damit komme ich auf diese Zahl. Besser? Gut. Okay, ich versuche es nochmal. IEEE 754. Was muss ich da jetzt eintragen? Genau. Genau. Vorzeichen hatten wir oben als erstes geklärt. Es war 0, den geben wir an. Dann haben wir unseren Exponenten. Hier die 1, die fällt ja weg. Unser Exponent ist um die 127 zu viel bereinigt, also 9, auf 9 Stellen ist der halt, oder? Auf 9 Stellen ist der halt 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Wie gut, dass das erste die 0 ist, so soll es auch sein an der Stelle. Alles andere wäre auch gerade komisch und würde uns irritieren, sollte eigentlich nicht passieren. Also das heißt, sollte nicht, soll nicht passieren, darf nicht passieren. Dann haben wir nämlich was mit den Exponenten falsch gemacht. Diese 8 Stellen sind damit unser Exponent. Und als letztes die Mantisse. Die hatten wir hier oben. 0, 1, 0, 0. Und ich sehe, da kommt, glaube ich, wahrscheinlich gleich nochmal eine Frage. Die 1 ganz links. Naja, wir haben Zweierkomplementrechnung gemacht, also Subtraktion mit Hilfe Zweierkomplement oder durch Addition des Zweierkomplements. Und wie wir letztes Mal oder was vorletztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wann genau wir das hatten, gesagt hatten, wenn wir wenn wir das Ganze addieren, dann und dann eine 1 auf der längsten Stelle als Übertrag nochmal rüber rauskommt, also diese 1 hier, dann ist das für uns der Hinweis, dass die Zahl rechts davon einfach als positive Zahl von uns angesehen werden darf und dass das Ergebnis direkt ist. Hätten wir die 1 nicht, würde das Ergebnis also aus irgendeinem Grund so lauten. Dann würde uns hier links dieser Übertrag fehlen, der 1, und wir müssten die Zahl, die rechts davon ist, dann wäre das für uns der Hinweis, dass die als negative Zahl in Zweierkomplementdarstellung dort steht. Wir müssten hiervon dann das Zweierkomplement bilden, um dann überhaupt zu wissen, welche Zahl das eigentlich ist. Aber wir haben die 1 hier beim Übertrag und damit ist alles schön. Achtung, Achtung, getrennt, bitte ganz sauber getrennt halten das Ganze. Das eine ist, dass wir uns den Exponenten angucken nach den entsprechenden typischen Regelungen. Es hätte jetzt auch sein können, dass unser Exponent negativ wäre und dann wäre unser Vorzeichen 1, ganz egal, was hier unten in dieser Rechnung ist. Da geht es nur um den Exponenten. Ja? Deswegen schrittweise durchgehen. Das eine ist, euch mit den Vorzeichen beschäftigen. Und bei der Addition der Exponenten, da ist dieses Vorzeichen egal, da geht es nur um das, was in den Exponenten steht.
Genau, hier unten geht es nur darum, wie der Exponent gerade dargestellt ist und ob wir da eventuell noch was umwandeln müssen. Wie gesagt, wenn der jetzt negativ wäre, müssten wir die Zahl umwandeln in eine Zweierkomplement, also mithilfe Zweierkomplement. Und dann würde die Zahl entsprechend hier ein anderes Ergebnis geben. So, zu Fuß subtrahieren, also ganz normal subtrahieren. Okay, dann gucken wir einmal. Dann weiß ich aber schon, dann brauche ich einen Übertrag. Und da ich nicht so viel Platz habe, ist hier jetzt meine Ergebniszeile. Wir fangen an. 1 minus 1 ergibt 0. 0 minus 1 ergibt 1 mit einem Übertrag von 1. Und das wollte ich vermeiden. 1 minus 1 ergibt schon mal 0. 0 minus Übertrag 1 ergibt wieder einen Übertrag von 1 und eine 1, die unten noch übrig bleibt. 0 minus 1 minus 1 heißt, dass ich quasi einen ganzen Übertrag abziehe und nochmal eine 0 unten habe. Ne, weil 0 minus 1 von einem Übertrag 1, da hätte ich ja noch einen über, aber durch den Übertrag ziehe ich noch einen ab. Das gleiche Spiel nochmal hier. Ich brauche einen Übertrag von 1, damit ich zweimal Einsen abziehen darf. Ja, langsam. Boah, jetzt muss man aufpassen, irgendwas ist ein bisschen verrutscht hier gerade. Da. Und nochmal das Gleiche. Und ich ziehe auch hier nochmal eine 1 ab. Also zweimal die 1 von der 0, Übertrag 1, Restergebnis 0. Und jetzt habe ich 0 minus 1, heißt, dass ich einen Übertrag von 1 abziehe und eine 1 über habe. Und jetzt wisst ihr, warum ich eben mit Zweierkomplement gerechnet habe. Hast du deinen Fehler finden können? Wie gesagt, jetzt wisst ihr, warum ich eben lieber Zweierkompliment genommen habe. Aber das ist, es zeigt halt wirklich ganz genau das, was ich sagte. Wenn euch mehrere Wege offen stehen und nicht nur eben für die Subtraktion in Dualsystemen, sondern ja auch für andere Sachen wie Umwandlung von Zahlsystemen und so, wenn nicht was explizit vorgegeben ist, nehmt das, womit ihr euch am sichersten in dem Moment fühlt. So, und ja? Naja, also bei der Subtraktion ist es ja quasi, warte, ich kann hier oben nochmal, du kannst ja auch im Dezimalsystem sowas rechnen. 15 minus 9. Dann hast du ja auch, dass du sagst, okay, ich muss einen weiter vorne, voilà. Ist leider kein Platz für den Übertrag. Aber ich würde halt hier quasi einen Übertrag hinschreiben, ne, diese 1, damit ich nicht 5 minus 9 rechne, sondern 15 minus 9 und 6 über habe. Und dann würde dann ja auch hier 1 minus mein quasi Übertrag von 1 0 ergeben. Das ist also genau wie im Dezimalsystem, nur dass wir halt im Dualsystem nur 1 und 0 zur Verfügung haben. Okay, und ich sehe noch zwei weitere Fragen. Das eine ist, was wäre bei 1 minus 1 minus 1? Wenn ich das richtig sehe, ist das genau das, was wir hier hatten an der Stelle. Ja, ich habe hier 1 minus 1 und meinen Übertrag von 1.
Und da hatte ich ja gesagt, 1 minus 1 ergibt schon erstmal, dann habe ich die 1 weggezogen, habe ich noch Rest 0, von denen ich abziehe, meine 1, die noch im Übertrag ist, 0 minus 1. Heißt, ich muss mir wieder von der Stelle davor ein borgen, wie das ja auch gerne mal gesagt wird. Also ich borg mir eine weitere 1 von vorne, habe dann also 1, 0 minus 1, die 1 hier vorne hingeschrieben und eine 1, die über ist. Dann die Frage mit den immer von links, nee, warte, immer von links den Exponenten angleichen. Die verstehe ich jetzt gerade nicht. Okay, das was, ah, okay. Das war unser Ergebnis hier. Und ich erinnere daran, jetzt kann ich jetzt gar nicht alles markieren. Also der Teil hier rechts, das Ganze war eine Rechnung in Zweierkomplementdarstellung. Also Subtraktion mit Hilfe des Zweierkomplements. Durch die Definition, wie das Ganze aussieht, ist das unser Merker, der immer wegfällt, wenn wir eine positive Zahl haben. Also weil er auch dann nur dann da auftaucht. Das heißt, es ist ja so, dass wir an der Stelle erstmal grundsätzlich trennen dürfen und nur die Zahlen dahinter für unser Ergebnis relevant werden. Und die 1 uns halt eben der Merker dafür ist, dass die Zahl dahinter direkt als positive Zahl dasteht. Hätten wir die 1 nicht, würde es heißen, das ist eine negative Zahl, die in Zweierkomplementdarstellung ist, die dann nochmal in Zweierkomplement gebildet, gewandelt werden muss. So, dadurch fällt also die 1 davor weg. Das zweite, was wir an der Stelle hier haben, was so ein bisschen diese Spezialgeschichte ist durch unsere Exponentengeschichte, ist diese 0, die hier wegfällt. Einfach dadurch, dass wir eben in dem Fall hier jetzt zweimal den Exponenten zu viel addiert haben, ist das so, dass wir im Ergebnis, wir dürfen nur auf einen achtstelligen Exponenten kommen, sonst sind wir irgendwie aus unserer vorherigen Breite rausgefallen. Es ergibt also alles nur Sinn, dass hier eine 0 ist. Wenn hier keine 0 ist, dann müssten wir irgendwie extrem viele Exponenten addiert haben und plötzlich aus dem Zahlenbereich des Exponenten gekommen sein. Das sollte in den Aufgaben eigentlich nicht der Fall sein. Das wäre dann halt schon ein wenig merkwürdig. Und damit steht unser Ergebnis halt in diesen 8 Bits, die wir hier haben. Ich hoffe, das hat so ein bisschen geholfen. Gut. Das hat damit nichts zu tun an der Stelle. Okay, muss der Exponent in der IEEE immer aus 8 Bits bestehen? Nach IEEE 754 ist es so definiert, dass der aus 8 Bits besteht. Wenn nicht aus irgendeinem Grund in der Aufgabenstellung steht, wir machen eine Abwandlung aus IEEE 754, dann sind es immer 8 Bits. Und warum sage ich dieses Wenn? Einfach nur, weil, wie hier jetzt zum Beispiel eben einfach mal gesagt wurde, nur die Mantisse, die obersten 4 Bit der Mantisse. Wir wissen, dass es dann, was haben wir gesagt, 23 Bit hat die Mantisse in IEEE 754. Wir wissen dadurch, dass die anderen 19 Bit dann halt Nullen sind, die wir nicht angeben müssen. Es könnte halt auch sein, dass in der Aufgabenstellung mal irgendwie was dazu steht, dass man einen Exponenten nur aus 4 Bit machen soll oder so. Eher ungewöhnlich, grundsätzlich die reine Definition IEEE 754 immer 8 Bit. Und wenn nicht was anderes in der Aufgabenstellung steht, dann auch bitte daran halten. Gut, eine Zahl haben wir noch. Oder das heißt eine Zahl, eine Berechnung, nämlich noch die Division. Auch hier können wir schrittweise vorgehen, damit wir uns nicht vertun. Und
Genau, die Schritte sind relativ ähnlich in dem Fall zu dem, wie wir es mit der Multiplikation gemacht haben. Das heißt, wir können uns das Ganze angucken, können halt sagen, hey, ich gucke mir als erstes an, wie ist das eigentlich mit den Vorzeichen? Wie gesagt, das ist äquivalent zur Division. Was heißt das dann also für unser Vorzeichen hier an dieser Stelle? Dass wir positives Vorzeichen haben, genau. Dann müssen wir natürlich weiter gucken. Als nächstes schauen wir uns die Mantissen an. Und ich hatte ja eben schon bei der Multiplikation gesagt, naja, wenn wir nicht in den Mantissen multiplizieren, wo denn dann? Das gleiche gilt auch für die Division. Wenn wir nicht in den Mantissen dividieren, wo denn dann? Also müssen wir als nächstes die Mantissen dividieren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher, hatten wir Division gemacht auf einem der letzten Blätter? Okay, ihr erinnert euch gerade nicht, dann kann es sein, dass wir es irgendwie nicht hatten. Genau, in der Vorlesung war es auch ganz kurz. Also, ich sag mal so viel, das ist jetzt nicht so schwierig in dem Beispiel, was ich hier natürlich habe. Aber grundsätzlich für eine Division gilt ähnliches Vorgehen wie in der schriftlichen Division im Dezimalsystem. Das heißt, wir würden quasi, ich mache jetzt ein bisschen sehr einfaches Beispiel, weil, wie gesagt, für die Hausaufgabe ist es auch sehr einfach. Ich weiß ja, was da für Aufgabenergebnisse drin sind. Wenn ich jetzt also, gut, das war jetzt natürlich nicht ganz so hilfreich. Nehmen wir das vielleicht so. Wenn ich das Ganze nehme, dann würde ich halt gucken, okay, die 1, die reicht mir nicht. Ich brauche 2. Ich nehme die ersten beiden. Das kann ich einmal machen. Ziehe das Ganze hier ab. Ne, das ist meine 1 mal 11. Das heißt minus 11, wobei also minus 1, 1 ja eigentlich. Wir sind im Dualsystem. Rechne das Ganze. Das heißt, ich komme auf eine 0, dann hole ich die nächste Stelle runter. Die nächste Stelle ist eine 0. Ich würde 0 nehmen. Das heißt, meine Zahl ist 0 geteilt durch 11. Das geht 0 mal. 0 mal 11 oder 0 mal 1, 1 sind 0. Das hieße, dass ich in dem Fall 0 abziehe. Hab dann als Ergebnis die 0. Würde die nächste Stelle runterziehen, das ist eine 1, das geht immer noch nur 0 mal. Das heißt, ich würde minus 0 sagen an der Stelle. In dem Fall bleibt mir eine 1 über. Ich muss jetzt gerade mal hier hinschreiben, weil ich sonst zu tief bin. Eine 1 rüber, dann bin ich hier oben fertig. Also nicht fertig, sondern habe ich nichts mehr. Ich würde hier über das implizite Komma laufen. Und hinterm Komma könnte ich mir weitere Nullen holen. Also ich laufe übers Komma. Das heißt, ich muss hier ein Komma hinsetzen und ich dürfte mir die Null holen und würde dann weitermachen, bis ich irgendwann aufkomme. Normalerweise ist es so, das, was mir jetzt gerade passiert ist, wo ich gleich schon geahnt habe, dass es passiert. Das kann uns noch ein bisschen dauern, bis das durchgerechnet wird. Deswegen mache ich es jetzt nicht bis zum Ende.
In der Regel sind, wenn es so eine Aufgabe gibt, die Aufgaben so, dass sie relativ schnell halt auch aufgehen und man nicht ewig lange und vor allem auch keine Periode hat. In der Regel, sage ich vorsichtig. Ihr seht also genauso wie die schriftliche Dividieren im Dezimalsystem, schrittweise für schrittweise für schrittweise. Bei mir und auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auf dem Aufgabenblatt ist die Division aber deutlich einfacher. Und insofern, dass das Ergebnis relativ schnell dann auch ersichtlich ist, ohne dass wir lange viel rechnen müssen. Genau, das aber zur Subtraktion. Okay, warte mal bitte gerade erstmal kurz. Die Frage hier ist irgendwie nochmal, kommt es irgendwie drauf an, was für eine Kodierung? Wenn wir jetzt erstmal nur von reiner irgendwie von reiner Division hier ausgehen, hat das eigentlich erstmal überhaupt keinen Einfluss, ob wir da irgendwas mit 32 oder 64-Bit machen. Das ist ja einfach nur die Subtraktion von Dualzahlen an der Stelle. 32 und 64-Bit sind dann relevant, wenn wir sagen, wie groß kann das Ergebnis sein? Also beispielsweise, über wie viele Kommastellen können wir auch reden oder überhaupt wie viele Stellen insgesamt. Achso, auf die Frage mit den Exponenten. Okay. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. IEEE 754 ist eigentlich, wenn nicht anders angegeben, in der entsprechenden Genauigkeit von 8-Bit. Aber es stimmt schon, wir könnten natürlich auch entsprechend eine höhere Genauigkeit haben, wenn wir was haben mit 64-Bit. Danke nochmal für den Hinweis. Aber tatsächlich klassisch, wenn einfach nur gesagt wird, IEEE 754, 8-Bit für den Exponenten und dann entsprechend die Mantisse. Gut, dann gucken wir einmal ganz schnell nochmal zurück. Da war noch eine Frage mit dem Multiplizieren. Okay, eine komplexere Multiplikation. Ja. Ich guck mal gerade, was ich hier zwischendurch. Ja. Ich sehe schon, dass es eh zeitlich wieder spannend wird. Das ist so ein bisschen auch. Ne, warte mal, was nehmen wir mal hier? Jetzt kommen. Genau, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dies Jahr wahrscheinlich, weil halt irgendwie die Vorlesungen auch nicht so ganz normal stattfinden wie sonst und dass dann einfach auch bei euch noch viel mehr Fragen offen sind, die wir im Tutorium klären müssen. Also gefühlt richtet euch wahrscheinlich lieber darauf ein, dass wir tatsächlich eher an 2 Stunden sind als an den anderthalb. Bisher weiß ich nicht, dass ich irgendwie Termine im Anschluss hätte. Insofern ist das jetzt nicht so wild, aber das ist dann halt eben die Zeit, die da drauf kommt. So, das war ja ungefähr die Frage. Muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Ich nehme natürlich nicht genau deine Zahlen, weil ich weiß, wo die herkommen. Also, wir würden uns angucken, wir haben einmal die Zahl, die wir hier haben. Das ist netterweise auch unsere 1 vorm Komma. Das Ganze bleibt. Wir gucken als nächstes, wir haben das Ganze 0 mal. Das heißt, um eine Stelle verschoben. 2, 3, 4 Bit, die wir haben. Wir haben das Ganze nochmal einmal. Das heißt, wir haben unsere entsprechende Angabe
1, 1, 0, 1. Das Ganze wird addiert und am Ende sollte dabei rauskommen. Ach Gott, das muss ich von hinten machen. Also 0 und 1 ist 1, 1 und 0 und 0 ist 1, 0 und 0 und 1 ist 1. Ja. Oh. Ja, danke, danke, gut aufgepasst. Da war ich zu schnell. Nochmal von hinten. Da seht ihr, wenn man es zu schnell macht, macht man Fehler. Also 1 und davor eine 0. Dann haben wir 1 und 1. Ich schreibe den jetzt hier zwischen den Übertrag. Das ist 0. 0, 0, 1 und 1 ist wieder 0 und ein Übertrag von 1. Das müsste unsere Kommastelle sein. 1 plus 0 plus 1 ist wieder ein Übertrag von 1 und eine 0. Und 1 plus 1 ist nochmal ein Übertrag von 1 und hier unten die 0 und die 1. Okay, das ist jetzt etwas sehr schnell runtergebrochen, aber so würde man halt eben vorgehen. Schrittweise, wie halt im, naja, eigentlich wie halt im Dual, im Dezimalsystem auch. Wir gehen halt Schritt für Schritt die zweite Zahl durch, multiplizieren das mit der ersten Zahl. Im Dualsystem heißt das für uns ja nur, schreiben wir hin oder schreiben wir nicht hin. Packen das untereinander, achten ein bisschen besser als ich eben gerade drauf, dass wir das jeweils eine Zeile weitermachen. Insofern schreibt gern die Nullen euch auch mit auf, dass ihr nicht vergesst, dass da irgendwie was zwischen ist und ihr das weiterschieben müsst. Dann das Ganze addieren und dann ein hoffentlich richtiges Ergebnis rauskriegen. Hat das geholfen an der Stelle? Gut. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn ich mir die Hausaufgabe angucke, dann, dass wir das auch nochmal einmal gemacht haben. Ich schmeiße das gerade mal woanders hin. So. Dann habe ich es noch als Merker. Und wir waren bei der Division. Ja, doch, da. So, jetzt muss er. Okay, Division. In dem Fall Mantissen dividieren. Hier tatsächlich relativ einfach und in der Hausaufgabe halt eben auch relativ einfach. Allgemein Division dual haben wir eben durchgemacht. Ich habe hier 1,01 geteilt durch 1,0. Voilà, die wollte ich nicht. Die anderen, naja, also ganz genau halt natürlich, die entsprechend eigentlich vier Nullen dahinter. Beziehungsweise hier kommen auch noch zwei Nullen. Da wissen wir, das ist das gleiche Ergebnis, was ich vorher habe, 1,011. 1,010000. Ähnlich wie in den anderen Schritten, wir müssten hier jetzt halt nochmal gucken, müssen wir normalisieren. In dem Fall haben wir vier Nachkommastellen. Hier entfällt sie. Achtet drauf, ob sie eventuell nötig ist, weil es halt, wie gesagt, den Exponenten beeinflussen kann. Und was machen wir jetzt mit den Exponenten? Was haben wir eben gemacht? Eben in der Multiplikation haben wir Exponenten addiert. Was machen wir jetzt in der Division mit den Exponenten? Genau, in dem Fall müssen wir einfach die Exponenten subtrahieren. Auch. Ich könnte jetzt das Ganze genauso rechnen, wie wir das vorhin gemacht haben. Die Sache ist halt die, wenn ich durch 1. Also, ne,
untereinander aufgeschrieben und dann würde das abgekürzt auch so aussehen. Ich hoffe, dass ihr an der Stelle mir glaubt, dass das Ergebnis stimmt, denn wenn ich 1,0100 mal 1,0 nehme, dann kommt irgendwie 1,0100 raus. Aber genau grundsätzlich so eben, wie ich vorhin die Subtraktion von oben nach unten durchgegangen bin, so könnte ich sie hier dann auch entsprechend dann die Subtraktion, die Division durchgegangen bin, so könnte ich es hier genauso auch machen. Gut. Subtraktion, das wollte ich machen. Exponenten. Wir haben den Exponenten 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Und wir können, Entschuldigung, wir können davon abziehen die 1, 3-mal die 0, 0, 0, 1, 0. Das wäre jetzt eine ganz normale Standardsubtraktion. Wenn wir das Ganze machen, dann kommen wir auf das Ergebnis. Eins. Sind wir damit fertig? Ich erinnere daran, was war unser Problem eben, als wir die Multiplikation gemacht haben und die Exponenten addiert haben? Was haben wir jetzt hier gemacht? Unsere Exponenten müssen in Exzess 127 Darstellung sein, wie hier links. Das ist das, was wir am Ende brauchen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, ja? Nee. Nee, da, nee, nee, warte, falsche Richtung, gar nicht weiterdenken bitte, nicht in falschen Hals. Genau, wir haben nämlich 2 mal 127 abgezogen in unserer Zahl hier. Ne, die Exponenten in Exzess 127 Darstellung haben 2 mal 127 drin. Das heißt, wir haben quasi den gleichen Fehler drin wie eben, also Fehler in Anführungsstrichen. Wir haben 2 mal 127 abgezogen, das heißt, wir haben einmal 127 zu viel abgezogen. Und das müssen wir einfach nochmal wieder addieren. Und 127, das hatten wir eben schon. Das ist eine 0 mit ganz vielen Einsen. Und wenn wir das Ganze addieren, ist in dem Fall noch ganz schnell zu setzen. Das ist quasi eine 1 drauf. Dann kommen wir auf die 1 mit ganz vielen Nullen, beziehungsweise eben unsere 128 wäre das dann. Also unser Exponent ist natürlich nicht 128, aber es ist 128 dual ist die Darstellung in Exzess für unseren Exponenten. Denn unser Exponent hat ja, den Wert 1. Letzte, wir müssen das Ganze in IEEE 754 angeben. Das heißt, Vorzeichen ist 0, haben wir gesagt. Wir geben als nächstes unseren Exponenten an und unsere Mantisse. Und damit wären wir auch schon fertig mit der Division. Ich hoffe, da sind die Fragen jetzt zwischendrin auch schon soweit mitgeklärt worden. Wie gesagt, schrittweise vorgehen. Einmal eben gucken, was bedeutet das fürs Vorzeichen, was ich habe. Dann eben schauen, wenn ich meine Mantissen dividiere, gegebenenfalls muss ich halt das irgendwie wie schriftliche Division machen, so wie ich es auch aus dem Dezimalsystem auch kenne. Wobei so kompliziert das bei euch eben auch nicht sein soll. Ein Beispiel hatten wir eben vorhin auch einmal schnell gemacht. An die Normalisierung denken, falls nötig. Dann die Exponenten subtrahieren. Und wenn ich die Subtraktion der Exponenten in Exzess 127 gemacht habe, dann nicht vergessen, dass ich da nochmal 127 wieder addieren muss und als letztes angeben. Puh.
Meint ihr, ihr kommt somit dann zurecht mit den Gleitkommazahlen und den ganzen Berechnungen? Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir weiter. Dahin. Ich habe euch eine kurze Codierung mitgebracht. Das wird hoffentlich nicht so lange brauchen, aber wir schauen mal. Zeichensatzkodierung. Es gibt verschiedene Zeichensätze. Wer kann mir aus der Vorlesung welche nennen oder schreiben? An was erinnert ihr euch für welche Zeichensatzkodierung? Was gibt es da so? Ja, okay. UTF-8 ist einer. Base64 ist da schon etwas spezieller. Nicht in dem Zusammenhang eher. Weiter auf UTF-8 weitergedacht. Nur ein bisschen vereinfachter. ASCII ist sehr einfach. Ja, genau. Das ist so der einfachste. Und dann gibt es noch von der ISO gibt es noch welche. ISO 88591 habe ich jetzt mal mitgebracht. So viel verrate ich euch vorher schon. Vielleicht ist das nicht der gleiche wie der, den ihr im Aufgabenblatt habt. So viel sage ich auch schon mal. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wir haben quasi ja, Zahlen, die uns ja, die in Hexadezimal vorliegen und die uns einen Tipp geben oder einen Hinweis darauf geben, was da eigentlich für ein Zeichen dahinter steckt. Also wenn ich jetzt hier die 5-3 mir anschaue, dann würde ich halt gucken. Das erste gibt mir die Zeile, das zweite gibt mir die Spalte. In zumindest ISO 88591. Das heißt, ich würde gucken, die 5 und Spalte 3, das wäre ein großes S. Das heißt, ich kann mal sagen, okay, das erste hier. Ist ein großes S. Und dann kann ich mir das halt weiter anschauen. Also bei ISO 88591 ist es sogar relativ bequem, weil ich immer so ein Hexadezimalpaar ist für mich immer ein Zeichen. Bei UTF-8 kann es halt eben auch sein, dass zwei oder drei dieser Paare zu einem Zeichen gehören. UTF-8 allerdings auch kleinere, also UTF-8 schließt im Prinzip halt auch Zeichen aus ASCII mit ein oder teilweise aus dem ISO-Satz. Okay, bleiben wir aber jetzt erstmal, wie gesagt, hier zur Übung. Wie würde es weitergehen? Die 74 wäre welches Zeichen? Das wäre ein kleines T, genau. Bin hier die 7, die 4. Wie gesagt, ein bisschen auf Groß- und Kleinschreibung achten. 2e ist ein Punkt. Und 0a. Ja, ist nicht belegt. Da sind hier die Steuerzeichen mit kodiert. Ich habe das mal unter die Tabelle geschrieben, so als kleiner Tipp hier. 0a wäre der sogenannte LF, der Line Feed. Weiß jemand, was das eigentlich bedeutet? Ja, okay, genau. Das hat was mit Absatz zu tun. Vielleicht ganz kurz nur, damit man sich das so ein bisschen merken kann. Also es gibt halt, wie gesagt, es gibt das Steuerzeichen CR mit 0D, das ist der Carriage Return, das andere der Line Feed. Das stammt noch so ein bisschen aus dieser Schreibmaschinenzeit. Wenn ich hier mal so ein Blatt habe, ganz angedeutet, und ich habe hier
Das mache ich mit einer anderen Farbe, weil das, glaube ich, dann schöner zu erkennen ist. So, das ist die Stelle, wo meine Schreibmaschine gerade ist. Und so eine Schreibmaschine hat einen Wagen, nennt sich das, der darauf rumgeht. Und an der Stelle, wo der Wagen ist, wird halt das Zeichen gerade hingesetzt. Ne, man hat ja bei der Schreibmaschine drauf getippt und dann ist irgendwie bei den alten mechanischen Schreibmaschinen so richtig so wie so ein Hammer der Buchstabe nach vorn gesprungen aufs Blatt Papier. So, und jetzt gibt es halt eben, dass man sagt, man will in die nächste Zeile kommen und deswegen gab es halt die Sache, dass man zum einen gesagt hat, gehe zum Anfang der Zeile zurück. Das ist der Carriage Return. Und gehe in die nächste Zeile. Das wäre dann quasi dann der zweite Schritt. Ne? Eine Zeile weiter. Das ist der Line Feed. Das ist noch so ein bisschen irgendwie übrig geblieben. Es wird unterschiedlich behandelt von dem Betriebssystem, was es halt gibt und was es nicht gibt. Wenn ich also 0D0A habe. Das ist von Windows benutzt, um in die nächste Zeile zu kommen. Na, dass er halt dann wirklich sagt, ich gehe in die nächste Zeile in meinem Dokument. Wenn ich nur 0a habe, das wird von den meisten Linux- oder Unix-Systemen benutzt. Damit kommt man bei denen in die nächste Zeile. Und da sehen wir halt auch so ein bisschen so dann das Problem, das ist nicht ganz gleich. Und daher stammt es zum Beispiel auch, wenn ihr mal mit irgendwem eine Datei ausgetauscht habt, eine einfache Textdatei, und einer von euch hat Windows und der andere hat Linux und das Ganze ist irgendwie in ISO 8859-1 kodiert. Die Datei kann man mit manchen älteren Dateien haben oder auch irgendwas, was man aus dem Internet an älteren Dateien lädt. Dass ihr plötzlich dann feststellt, ihr geht die ganzen Zeilenumbrüche fehlen. Dann kann es halt einfach sein, dass die Datei vielleicht in Linux geschrieben wurde und ihr sie in Windows öffnet und dann fehlen die halt. Ne? Also da stammt das Ganze her. So, ich hoffe, ihr könnt euch das damit also merken. Carriage Return und Line Feed stammt halt aus dieser alten Schreibmaschinenzeit. Finde ich ganz witzig. Ich habe auch noch eine alte Schreibmaschine stehen hier. Was steht da? Das ist ein D wie Dora. 0D, 0A. Okay. Gut, also hier haben wir quasi ein Linefeed. Das heißt also, dass wir hier in die nächste Zeile gehen. Und dann haben wir noch weitere Zeichen. Hat jemand schon die zufällig weiter entschlüsselt, was da noch hintersteht? Genau, also das nächste ist ein großes E. Dann kleines L, kleines I, kleines N, kleines G. L. Nein, zu kurz. Zweimal kleines L natürlich. Sonst ergibt das keinen Sinn. 6C ist zweimal kleines L. 6,9 kleines I, 6E kleines N, 6,7 kleines G, kleines E und kleines N nochmal. Also St. Ellingen. Und wenn man das sich eben angucken würde. Mit einem in dem Fall Linux-artigen Gerät, dann würde man Sankt Zeilenumbruch, also quasi so ein Backslash N, den man dann nicht sieht, sondern einfach der Zeilenumbruch ist, Ellingen in der nächsten Zeile haben. Okay, was wissen wir dann in dem Fall hier über den Rechner, auf dem das Ganze geschrieben wurde? Oder höchstwahrscheinlich geschrieben wurde? Genau, also da steht nur 0a drin, da ist kein 0d in dem Ganzen für einen Zeilenumbruch. Das spricht dafür, dass es irgendwie ein Linux- oder ein Unix-Rechner war, auf dem das geschrieben wurde.
Ganz sicher kann man natürlich nicht sein. Heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, das eine auf dem anderen zu emulieren oder nachzubilden. Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich dir leider keine ganz gute Antwort geben kann. Aber erstmal, genau, erstmal nochmal gucken, klären, dass das eine, die eine Stelle hier eben nicht untergeht. Woher weiß ich, dass das ein Linux-artiges System ist? Genau, deswegen bin ich eben hier links auf die beiden Sachen eingegangen. Zeilenumbrüche werden anders dargestellt, je nachdem, ob es ein Windows-System oder Linux-Unix-System ist. Und in dem Fall ist quasi hier für uns der Hinweis. 0a als Linefeed ist drin kodiert. Und was fehlt hier? Es ist kein 0d mit dabei. Das heißt, es kann eigentlich nur ein Linux-Unix-artiges System gewesen sein, auf dem das geschrieben wurde. Die Frage nach, auf was für einem System ist das Ganze geschrieben worden? Ich weiß nicht, ob. Also nein, nicht auf was für ein System, sondern die Frage, woher weiß ich, welche Zeichenkodierung das ist? Ich habe in dem Fall habe ich euch ja den Tipp gegeben oder habe euch glatt heraus gesagt, was ich mitgebracht habe. Hat sich jemand damit ein bisschen beschäftigt, wie man normalerweise rausfindet, in welcher Kodierung der Zeichensatz ist? Okay, also ja, der Zeichensatz hat natürlich damit zu tun, wie viele Zeichen allgemein dargestellt werden können. Ein gewisser Hinweis könnte halt sein, wenn man einen Text hat und davon ausgeht, dass es ein normal geschriebener Text ist, wo dann irgendwie ganz viele komische Zeichen innen drin sind. Irgendwas Komisches angezeigt wird. So ein bisschen Kauderwelsch mittendrin. Also man vielleicht einen Teil lesen kann und einen Teil nicht lesen. Das ist so ein Zeichen, dass es gut auch UTF-8 oder UTF-16 sein könnte. An sich gibt es dafür etwas, das nennt sich das sogenannte Byte-Order-Mark. Das wird am Anfang des Textes da vorgestellt, damit der Computer eben wissen darf oder wissen kann, was das für ein Text ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, fehlt genau dieser Hinweis in eurem Aufgabentext. Das heißt, darüber seht ihr es nicht so einfach. Aber eben für, also für den theoretischen Hintergrund gibt es, wie gesagt, das Byte-Order-Mark. Ich glaube, wenn ihr den Text versucht zu dekodieren und beispielsweise, naja, also ihr stellt vielleicht fest, dass euch die ASCII-Tabelle vielleicht nicht reicht. Und wenn ihr eine andere Tabelle nehmt wie meine, komische Zeichen bei rauskommen, dann stellt ihr vielleicht fest, irgendwie ist das nicht so ganz sauber. Und dann schafft ihr gleichzeitig einen Teil zu dekodieren und der Text sagt euch selber auch noch ein bisschen, was es eigentlich sein könnte. So viel kann ich an der Stelle sagen. Also wenn ihr den Text euch vornehmt und, sag ich mal, mindestens die ISO 8859-1-Tabelle nehmt, dann seid ihr noch nicht ganz richtig, aber dann wird es euch, wird er euch verraten, was es ist. Genauer kann ich halt euch tatsächlich auch nicht sagen, wie ihr das aus dem. Also, ich wüsste nicht, wie weiter aus dem Text, außer halt mit dem Hinweis, ihr aus der Hausaufgabe das rausfinden könntet, dass ihr das, also mit dem Hinweis, dass es irgendwie vielleicht komische Zeichen ergibt, wenn ihr den falschen Zeichensatz nehmt. Wenn der Text es nicht selber sagen würde, nachher, was er ist. Ja, nicht ganz optimal. Wobei, also es geht halt. Es ist wirklich dadurch, dass er es sagt, geht das noch. Ich hoffe, dass. Ja? Ach, das ist eine gute Frage. Also,
Was ich kennengelernt habe aus Klausuren, was ich weiß, dass es das gab, ist, dass ihr eine Zeichensatztabelle gekriegt habt und damit ein Zeichen, eine gegebene Zeichenkette, so wie hier quasi, dekodieren solltet. Insofern würdet ihr also den Zeichensatz haben plus die Tabelle. Das solltet ihr auf jeden Fall hinkriegen, wobei das ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Was, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz gut wäre zu wissen, ist halt tatsächlich dieses, falls es ein paar bestimmte Zeichen davor gibt, was das sein könnte. Also gerade die Byte-Order-Mark für UTF-8 ist die hexadezimale Darstellung EFBBBF. Andererseits muss ich sagen, ich kann es mir halt auch nicht merken. Also insofern, also ich muss es mir merken, um es dann zu wissen, weil ich sonst halt höchstens nur sehe, okay, das ist irgendwie anscheinend nicht das, was ich erwarte. Für die Klausur vielleicht nicht verkehrt, wie gesagt, dass man sich das merkt für UTF-8, vielleicht auch noch für UTF-16. Was ich mir vorstellen könnte, und jetzt bin ich aber ganz weit in der Spekulation und wie gesagt, ich halte mich bewusst immer aus den Klausuren raus, ich will nicht wissen, wie die sind. Also im Vorfeld jedenfalls. Was ich mir vorstellen könnte, aufgrund der Aufgabe, wie wir sie dies Jahr haben, vielleicht auch ein, ihr kriegt eine ISO 8859-1-Tabelle, aber einen Text, der in UTF-8 ist. Und dann dekodiert ihr den und dann sollt ihr sagen, warum manche Zeichen vielleicht komisch aussehen. Und dann müsstet ihr halt sagen, ja, das ist ein Text, der ist in UTF-8. Das können wir zum Teil mit einer 8859-1 dekodieren, aber es fehlen uns halt einige Zeichen, wofür wir dann entsprechend wissen müssten oder eine Tabelle bräuchten, wie es in UTF-8 aussieht. Aber das jetzt, wie gesagt, rein hypothetisch, das wäre halt etwas, was ich mir vorstellen könnte als Aufgabe, wo man quasi erst einen Teil dekodieren soll und dann irgendwie noch eine Frage dazu kriegt. Warte mal, ich schreibe euch einfach mal das Stichwort hier rein mit. Das ist das sogenannte Byte-Order-Mark. Zum Beispiel für UTF-8 ist das EFBB. BF. Das würde am Anfang des Textes stehen, also quasi in dem Fall hier vor. Damit halt das Programm, was diese Datei liest, wüsste, dass es sich um eine entsprechend kodierte Datei handelt, also entsprechend um UTF-8 und nicht um was anderes. Also es würde halt eigentlich davor stehen. Wie gesagt, im Hausaufgabentext habt ihr sowas nicht. Nervt gern Herrn Meder, falls er euch eine andere Möglichkeit sagen kann, wie man das erkennen kann, außer halt, dass es irgendwie komisch aussieht, wenn man die falsche Tabelle nimmt. Ich weiß da ad hoc gerade nichts. Der Hausaufgabentext sagt es euch halt durch den Teil, den ihr dekodieren könnt, was es ist und was ihr nehmen müsst, wenn ihr mit beispielsweise mit 8859-1 anfangt. Ust. Okay. Das also zur Zeichenkodierung. Ich würde jetzt erstmal dann ein bisschen einen kleinen Theorieeinschub quasi nutzen. Oder Teil Theorieeinschub. Wir gucken uns an. Genau, bis dahin etwa. Wir gucken uns diverse Operationen an, die man machen kann mit binären Zahlen. Einfach damit wir so ein gewisses Grundverständnis alle dann haben, was eigentlich hinter den Aufgaben 3, 4 und 5 steckt, beziehungsweise dass ihr damit dann auch irgendwie zurechtkommen könnt. Es gibt
Shifts, das habt ihr hoffentlich in der Vorlesung auch schon gehabt. Und eine Möglichkeit ist der Shift Left, wo man quasi sagt, dass eine Zahl x um eine bestimmte Zahl, bestimmte Anzahl Stellen mit n bezeichnet, in dem Fall hier erstmal als allgemein, nach links geschoben wird. Wenn wir in dem Fall hier jetzt sagen würden, für alle unsere Beispiele gilt n gleich 1. Und ich fange an mit meiner Bitkette 1001 und ich habe einen Shift nach links um 1. Was bedeutet das für meine Bitkette? Wie würde die aussehen? Kann mir das jemand sagen? Okay, genau. Also im Endeffekt ist es natürlich wieder eine 4-Bit-Kette, die dann da wieder rauskäme. Wir hätten die 0010. Wie kommt das jetzt zustande? Naja, wir schieben alles um einen nach links. Das heißt, wir fangen an, schieben die 1 einen nach links, die 0 einen nach links, die 0 einen nach links. Die 1, die ganz vorne hier ist, die verschwindet im Nirvana. Die wird nicht mehr weiter berücksichtigt. Die ist halt einfach rausgeschoben. Und hier die letzte Stelle. Da kommt quasi auch hier wieder so ein imaginäres Auffüllen. Wir würden beim Shift nach links gehen wir davon aus, hier sind beliebig viele Nullen nach rechts. Und wir füllen damit auf. Das heißt, wir würden hier die Null nehmen und das nach links schieben. Das ist Shift nach links, in dem Fall um 1. Wenn wir um 2 schieben würden, würde die 1 natürlich hier auf der zweiten Stelle landen. Würden wir um 3 schieben, auf der ersten Stelle und entsprechend dahinter nullen. Wir können jetzt auch was anderes haben. Wir können den Shift nach rechts haben. Oder in dem Fall den arithmetischen Shift nach rechts. Also der ist mit SRA abgekürzt. Haben schon gesehen, hier ist irgendwie so Shift links, SHL. SRA ist vielleicht ein bisschen was anders. Wie sieht das aus, wenn wir hier um eine Stelle nach rechts schieben? Okay, ja, ich sehe schon das richtige Ergebnis. Das ist 1100. Also. Für den Shift nach rechts gilt, wir fangen vorne an. Die erste Stelle wird einmal nach unten kopiert. Die 1 bleibt stehen also. Und einen nach rechts geschoben. Die zweite Stelle wird einen nach rechts geschoben. Die dritte Stelle wird einen nach rechts geschoben. Und die vierte Stelle, naja, die landet im Nirvana. Die ist weg. Das ist der arithmetische Shift nach rechts, also der SRA-Shift. Nach rechts gibt es aber noch einen anderen, ähnlich wie oben, mit SRL bezeichnet. Und wir sehen, ach so, übrigens, ne, hier der Shift nach links, zwei Pfeile nach links, der Shift nach rechts, den wir eben hatten, zwei Pfeile nach rechts. Es gibt auch den, den man mit drei Pfeilen nach rechts macht. Und wie würde jetzt hier unsere Zahl aussehen? Ist ein bisschen anders. Genau, das wäre die 010. Hier ist es nämlich so, dass wir von außen uns, oder, mit einer ich irgendwo noch was davor mit einer Null auffüllen, die wir uns halt einfach dazu holen und alles andere um einen nach rechts schieben. Also ähnlich wie der, den wir eben hatten. Letzte Stelle fällt halt wieder weg ins Nirvana, ist verschwunden. Und wie gesagt, wir holen aber hier von vorne die Null dann rein.
Das ist also sehr spannend, wenn man halt eben guckt. Beim SRA ist es so, dass quasi das erste Bit immer gleich bleibt. Das ist sehr interessant, wenn zum Beispiel ein Vorzeichen oder so mal da drin dekodiert ist. Oder man irgendwie dafür sorgen will, dass von vorne Einsen kommen. Muss natürlich die Ausgangszahl da auch eine 1 haben. Beim SRL ist es halt so, dass von vorne immer Nullen kommen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie geschiftet habe mit SRL, dann weiß ich, vorne steht eine Null drin. Und für n gleich 3, okay. N gleich 3 würde heißen, wir haben eine 1 dahin geschoben, eine 1 einmal geschoben, zweimal geschoben, dreimal geschoben. Für SRA wäre 3 geschoben, viermal die 1 als Ergebnis. Und für SRL 1, 2, 3, dann müssten wir auf 0001 kommen bei SRL. Okay, das sind erstmal die Shifts. Dazu SRA gleich n gleich 4. Ja, wäre möglich in n gleich 4, natürlich. Du kannst auch mehr shiften. In dem Fall, meistens werden diese Shifts benutzt, wenn es eine feste Bitbreite gibt, die du nutzen kannst. Also zum Beispiel 8-Bit breit oder 4-Bit breit. Ich habe insofern hier, auch wo ich ja schon sagte, ins Nirvana mit einer Bitbreite von 4 gearbeitet. Irgendwo gibt es halt immer die Grenze. Klar, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich dürfte vielleicht auch hätte Bitbreite von 8, könnte ich auch fünfmal das zweite hier shiften, dann hätte ich 5 Einsen und dann entsprechend dahinter 001 bis da, wo ich halt eben abschneiden muss. Theoretisch könnt ihr auch mehr shiften, als ihr überhaupt zur Verfügung habt und könnt unsinnige Shifts drin haben. Klar. Gut, was es noch gibt außer den Shifts, aber so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, ist das Rotate Left, was mir im Übrigen hier gerade. Genau, wie du eben schon sagst, in dem Beispiel eben würde n gleich 4 eigentlich keinen Sinn ergeben, weil das dann zu viel ist. So, da hatte ich doch noch einen weißen Balken davor, das wollte ich nicht. Also, Rotate Left gibt es. Weiß noch jemand, wie das mit dem Rotate Left ist, was das dann bedeutet, was dann passiert? Okay, kleiner Tipp, die Rotates sind fast so ähnlich wie ein Shift, zumindest wie der SHL und der SRL. Aber genau das, was auf der einen Seite rausgeschoben wird, kommt auf der anderen wieder rein. Das heißt, wenn ich hier ein Rotate Left mache, wäre mein Ergebnis mit Bitbreite 4 dann halt 0011, denn die 0, 0 und 1, die werden eine Stelle nach links geschoben. Und die 1 hier, die wird einmal ganz außen rumgeschoben und kommt rechts wieder rein. Das gleiche Äquivalent einmal in die Gegenrichtung. Es gibt noch das Rotate Right. Insofern wäre hier auch unser Ergebnis 1, 1, 0, 0. Die 1 wird nach rechts geschoben, die 0 wird nach rechts geschoben, die 0 wird nach rechts geschoben und die 1 einmal ganz weit rumgeschoben und kommt von links wieder rein. Okay, das ist erstmal die grundlegende Definition von den Shifts und Rotates. Je nach Ja, ich lass mich einmal kurz mal ausreden. Je nach Programmiersprache kann es halt sein, dass manche von diesen Operationen nicht definiert sind. Gerade bei den Rotates, gerne gibt es da eben Unterschiede.
Also insofern, daher stammen dann auch so ein bisschen so die nächsten Aufgaben oder Teile von den nächsten Aufgaben auf dem Aufgabenblatt, weil halt eben nicht alles vorhanden ist. So, und jetzt deine Frage, falls sie noch offen ist. Okay, das ist eine gute Frage. Ja, Rotate, auch da gehört genauso dazu, dass eigentlich angegeben werden muss, um wie viele Stellen das ist. Du hast beim Rotate halt nicht so diese hübsche Schreibweise, dass du da irgendein Zeichen hast, wie hier die Pfeile. Insofern ist das halt eigentlich mehr eine Funktion, die dann als Parameter ein n annimmt, um halt zu sagen, ob du ein oder mehrere Stellen schiebst. Ich habe hier für alles Beispiel halt erstmal nur um eine Stelle. Genauso kann man aber natürlich auch sagen, ich kann halt auch, mein N könnte halt auch 3 sein. Dann würde ich halt entsprechend weiterschieben. Und 2 raus, 3 raus. N gleich 3 müsste, glaube ich, 1, 1, 0, 0 sein. Und hier unten 0011, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Das wäre dann halt entsprechend weitergeschoben. Also ist dann halt 2 weiter als so, wie ich es eben hatte. Ja. Wie gesagt, ich finde es ganz gut, wenn man so ein bisschen eben, wenn ihr so ein bisschen schaut, dass ihr halt merkt, dass hier dass der Shift Left eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem Rotate Left. Nur dass halt bei dem einen die Zahlen rotieren und am Ende wieder reingehen und beim anderen halt rausfallen. Beziehungsweise halt eben auch der SRL und das Rotate Right. Das ist die eine Sache, die wir brauchen für die Aufgaben. Was wir uns auch noch angucken sollten, ist das Thema der bitweisen Operatoren. Bitweise Operatoren heißt also, dass man wirklich bitweise, Bit für Bit sich ein Bitmuster anguckt und dann damit verknüpfen kann. Und wir können, achso, da hatte ich ja schon eine Vorbereitung, wir können uns zum Beispiel anschauen, wir haben ein X 1011 und wir haben Y 0010. Und dann kann man damit halt rechnen, dass ich sowas sage wie beispielsweise, oh, das war nicht gut. Das wollte ich nicht. Spannend. Ich habe gerade die Bildschirmlupe gefunden. Die wollte ich nicht. Das wollte ich haben. Tilde oder dieses geschlängelte auf der Seite liegende etwas, X, ist eine von zwei Möglichkeiten, halt das nicht die Negation darzustellen. Und wenn ich jetzt bitweise, also Bit für Bit, das X negiere, was würde dann für ein Bitmuster rauskommen? Genau, 0, 1, 0, 0. Also ich gehe durch. 1 wird zu einer 0, 0 wird zu einer 1, 1 wird zu einer 0, 1 wird zu einer 0, weil ich wirklich bitweise durchgehe. Ich kann aber natürlich auch andere Sachen machen. Etwas spannender ist beispielsweise x und y. Und euch fällt vielleicht auf, dass ich nur ein und dazwischen schreibe. Das ist das and. Und damit würde ich bitweise addieren. Also Schritt für Schritt jede Stelle immer einzeln. Was würde bei X und Y rauskommen? Genau, 0010 ist richtig. Also ich würde für jede Stelle gucken, ist das and quasi, also ist quasi 1 und 1 da. Das brauche ich ja, um bei einem and 1 wieder rauszukriegen. Nur da, wo bei x und y ein 1 ist, kommt auch wieder eine 1 raus. Ich habe hier 1 und 0 auf der ersten Stelle, also 0. 0 und 0 auf der zweiten Stelle, also 0. 1 und 1 auf der dritten Stelle, also 1. 1 und 0 auf der vierten Stelle, also 0.
Das End ist sehr, sehr spannend, wenn man bewusst eine der beiden Zeichenketten, der eine der beiden Bitketten steuern kann. Also wenn ich zum Beispiel Y hier ganz bewusst in einem Programm mir steuern kann, dass die genau so aussieht, die Bitkette, dass ich weiß, bei meiner 4-Bit-Kette ist auf der dritten Stelle eine 1. Dann kann ich nämlich dafür sorgen, dass ich nur dort die dritte Stelle ins Ergebnis übernehme von dem X. Also das ist so, da sind wir so ein bisschen bei Bitmaskierung, nennt sich das ja auch, dass ich halt in einem von meinen Bitmusterketten gezielt einzelne Bits vielleicht setze oder weiß, dass sie vorhanden sind. Und dann wird auch nur an den Stellen jemals im Ergebnis was kommen. Und was kommt hier in das Ergebnis? Also wie gesagt, wenn ich jetzt, spannender ist vielleicht, wenn ich die zweite und dritte Stelle nehme. Nee, die ist langweilig, die will ich nicht. Zweite, dritte. So, das wollte ich sagen. In dem Bereich, wo ich in meiner Bitmaske Einsen gesetzt habe, da übernehme ich das, was in meiner Prüfzahl quasi oder zu prüfenden Bitmuster, was da drin steht. Ja, das heißt, wenn ich hier 1 und 1 habe, dann nehme ich oben 0 und 1 ins Ergebnis. Wenn ich bei x was anderes hätte, beispielsweise 0 und 0 beides ist, dann übernehme ich 0 und 0 ins Ergebnis. Wenn ich hier 1, 0 geschrieben hätte an den beiden Stellen, dann würde ich 1, 0 unten übernehmen. Warum reite ich darauf so ein bisschen rum? Vielleicht kann man das verwenden für einen Teil der Aufgaben. Ja, also wie gesagt, hier mal schnell zurück. Mit AND könnt ihr also gut, wenn ihr genau wisst bei einem der beiden Bitmuster, wie es aussieht, könnt ihr gut dann eben dafür sorgen, dass ihr genau diese Bits übernehmt. Die Frage verstehe ich jetzt so gerade nicht. Kannst du ein bisschen anders formulieren, dass ich weiß, was genau deine Frage ist? Achso, ich habe gerade eben hier eine andere Zahl genommen, um besser zeigen zu können, als nur, wenn einer Stelle ist. In dem Fall ist das halt hier. Ne? Als Beispiel quasi eine ganz andere Zahl. Also ich könnte halt ja sagen, ich fange mein Programm an. Kleiner Exkurs jetzt, und so ein bisschen wild hingehackt. Ich fange mein Programm an 000. So ist ja irgendwie eine Zahl. Und ich will irgendwie aus einer Zeichenkette, die ich hier hinten habe, keine Ahnung, die ist irgendwie so oder so. Ich will nur die letzten beiden Stellen haben. Nur die letzten beiden. Weil die ersten beiden brauche ich vielleicht nicht oder die brauche ich für was anderes. Dann könnte ich quasi sagen, ich setze. Gut, jetzt springe ich ein bisschen davor. Ich könnte. Nee, nicht mit dem XOR, sondern ich könnte mit dem OR meine Kette setzen. 0011. Und dann hätte ich hiermit meine Prüfkette, Bitmusterkette. Könnte die mit einem AND verbinden. Und das würde dann halt bedeuten, dass ich 0010, also nur die letzten beiden Stellen übernehme. Ich kann aber auch die beiden Zahlen nehmen und ein OR 1100 machen, weil ich vielleicht die ersten beiden Stellen nur haben will. Also, wenn ich weiß, dass ich mit 0 angefangen habe, dann geht es mir um die ersten beiden. Und wenn ich jetzt sage and 1100, dann habe ich die ersten beiden Stellen aus meiner Zahl. Hoppala, und die letzten beiden sind halt 0.
Das genau, die sind dann sind so halt gewählt, dass ich weiß, dass ich an der Stelle damit die entsprechenden ersten beiden oder letzten beiden Stellen dann kriege. Das kann ich halt auch in einem Programmtext machen. Ich kann in dem Ganzen halt sagen, dass ich eine bestimmte Anzahl an Bits haben will. Überlege gerade mal. Vielleicht kriegen wir das. Oh Gott, das war jetzt ja wieder. So. Ich könnte. Was könnte ich denn hier schreiben? Wenn ich wüsste, dass das mein C ist, dann könnte ich sowas Lustiges schreiben wie: Ich nehme mein. Nein, ich nehme mein C. Gehört er hier hin? C, mach ein bitweises und. Und zwar mache ich das bitweise und mit entsprechend einer der Bitkette, die ich auch als 0x02 angeben könnte, weil das dann entsprechend vielleicht meine Gesamtbitkette in dem Ganzen ist. Ne, also 2 in. Nee, halt. 2. Ja, doch. Das wären halt die. Halt, habe ich jetzt eins zu weit anzufangen? Ach Gott. 3 wäre das natürlich an der Stelle. Also ich könnte halt damit auch Dinge im Programmcode halt zusammenschreiben. Genau, also mein Versuch war jetzt gerade, die Einsen explizit zu setzen in dem Ganzen. Und ich habe hier, also links war halt das Beispiel, wie kann ich mir halt, wenn ich irgendwie von irgendwo 0000 ausgehe, wie komme ich dann dazu, dass ich mir dann Bitmuster zusammenbaue, indem ich dann zum Beispiel halt sage, ich mache OR 0011. Ich könnte auch, wenn ich nicht weiß, was das hier links für ein Bitmuster ist, also ich könnte lustigerweise sagen, keine Ahnung, ich habe so ein Bitmuster. Dann wird das ein bisschen schwieriger. Wenn ich jetzt 0011 rauskriegen will, dann könnte ich das mit AND 011 machen. Dann wüsste ich, dass ich auf jeden Fall maximal auf den letzten beiden Stellen noch irgendeine 1 sitzen haben kann, nicht auf den ersten beiden, müsste aber danach noch sicherstellen, dass auf meinen letzten beiden Stellen garantiert eine 1 ist und würde damit dann erst auf 0011 kommen. Okay, jetzt noch weiter in der Rechnung. Grob mitgekommen. Das sind jetzt natürlich, es ist jetzt bei mir gerade sehr viel so aus dem Handgelenk einmal hin und her gerechnet. Richtig, genau. Also das ist das, was ich damit sagen wollte. Und deswegen, ich schreibe hier nochmal ganz bewusst da rein. Stichwort auch Bitmaskierung, danach könnt ihr gerne nochmal gucken. Und genau, dann habe ich hier meine ganzen Rechnungen irgendwie dazwischen.
Die Bereiche rechts. Okay. Wir haben. Na gut, okay, dann bleiben die Striche da halt gerade erstmal liegen. Wir haben hier rechts 1, 0, 1, 0 und wir sagen bitwise AND mit hier. Das heißt, nur an den Stellen, wo in beiden Bitketten eine 1 ist, wird auch dann im Ergebnis eine 1 sein. Wir haben 1 und 0. Ergebnis 0. 0 und 0, Ergebnis 0. 1 und 1, Ergebnis 1. 0 und 1, Ergebnis 0. Und die Frage, Gott, ist das jetzt gerade hier irgendwo eines meiner Beispiele gewesen? And, da. Wo und wie wir das noch weiter benutzen können. Wie gesagt, wir gucken gleich noch mal ein bisschen in Richtung der Aufgaben. Aber ich versuche gerade das eine zu verstehen. Okay, hier links, was habe ich da gerechnet? 0 und 1. Ich habe hier einmal das Ergebnis gerechnet. Also das AND auf die beiden Zahlen, das ergibt das hier. Und dann habe ich dieses OR, sind die nächsten beiden Zahlen quasi. Also ich habe quasi einfach nur, als ob ich da weitergerechnet hätte. Na, na gut. Okay. Genau, was ich euch halt wirklich sagen wollte, ist, für einen Teil der nächsten Aufgaben, vor allem halt für Teil 3 und Teil 5, geht es halt sehr genau darum zu gucken, wie kriege ich an eine bestimmte Stelle Bits hin und wie kann ich dafür sorgen, dass ich an anderen Stellen welche nicht kriege. Und wir haben zum Beispiel bei den Rotates gesehen, dass wir, oder auch beim Shift, gehe noch mal eins zurück. Das wäre jetzt hier das Spannendste. Das Spannendste ist eigentlich, wenn ich hier mir zum Beispiel angucke, wenn ich so ein Shift nach rechts habe, dann kann ich also dafür sorgen, dass ich von links Nullen reinkriege. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt eine Kette nehme, eine Bitkette von 4 habe, und ich mache einfach erstmal einen Shift nach rechts um 4. Dann weiß ich, ich habe Nullen da stehen. Das ist ja erstmal ganz geschickt. Dann habe ich zumindest also als ein Beispiel eine Möglichkeit, eine Kette von 4 Nullen. Das ist ja gut. Denn dann weiß ich, wie ich damit vielleicht was weitermachen kann. Ich kann dann bestimmte Bits setzen auf dieser Nullenkette. Und die sind dann auch nur da gesetzt, wo ich sie setze. Und wie kann ich Bits setzen? Da kommen wir wieder zurück zu bitweisen Operatoren. Bit setzen kann ich, indem ich, na gut, das haben wir hier noch, habe ich unten eben implizit mit gezeigt. Aber im Endeffekt ist es halt, wenn ich X oder Y sage, nämlich das OR. So, in dem Beispiel passiert jetzt halt nicht sehr viel, weil an der dritten Stelle schon eine 1 gesetzt ist, wird die halt mit übernommen, genauso wie der Rest von dem x. Wenn aber an der dritten Stelle keine 1 wäre, dann würde ich mit Hilfe des y an der Stelle genau hier eine 1 setzen. Übrigens gibt es noch eine weitere bitweise Operation in dem Zusammenhang. Und zwar,
Es, sagen wir mal so, es ist sicherlich, also zu der Frage, ob man das kenntlich machen muss, dass man da eine 1 gesetzt hat. Ich kann euch für die Aufgabe 3 und 4, nee, 3 und 5 müsste das sein, nur empfehlen, dass ihr auch dazu schreibt, was ihr meint, gerade zu tun. Falls ihr euch irgendwie ganz bisschen nur vertan habt und keine Ahnung, vielleicht nur, keine Ahnung, 4 statt 5 Bit oder so erwischt habt, kann es sein, dass ihr zumindest, kann ich euch nicht versprechen, aber kann es sein, dass ihr noch ein paar Punkte kriegt, dadurch, dass ihr beschrieben habt, was ihr gerade macht. Okay, in 5, 3 sind keine Dualzahlen gegeben. Ja, okay. Ihr wisst, dass ihr die Zahlen. Warte mal, habe ich jetzt meine Punkte hier durch? Ja, ich habe bitweisen Operationen. Also es gibt, wie gesagt, Negation, es gibt AND. Guckt euch das Stichwort Bitmaskierung nochmal in Ruhe an. Bitmaskierung. Und auch irgendwie Bits setzen vielleicht nochmal. Also das sonst gern. Das müsste eigentlich auch in den Folien nochmal irgendwo erklärt sein. Und Beispiele haben. Das hilft im Gesamtumfang für alle drei noch ausstehenden Aufgaben. Ich würde jetzt gerne erstmal 5.4 angucken und dann können wir auf 5.3 kurz gucken, weil ich glaube, das ist so rum sinnvoller. Dann haben wir zumindest sicher, dass wir alle die Shifts verstanden haben. Wenn das für euch okay ist. Insofern, denk bitte an deine Frage, die du hier eben gestellt hast, auch wenn im Endeffekt die Antwort schon mehr oder weniger fast drin ist. Aber es ist eigentlich noch einfach gehalten, dass ich die nicht vergesse. Und insofern würde ich sagen, wir gucken jetzt einmal auf die Shifts statt der Multiplikation. Für die Aufgabe, das müsste, glaube ich, für euch im Aufgabenblatt auch entsprechend so mitgegeben sein. Ihr dürft für die Berechnung nur die Operatoren benutzen, den Shift nach links. Moment mal, wie war das noch? Den hatten wir uns angeguckt. Voilà. Den Shift nach links, das ist der hier. Also da, wo vorne die erste Stelle einfach rausfällt und hinten mit einer 0 aufgefüllt wird. Das Plus und das Minus. Das ist das Einzige, was benutzt werden darf. Und in dem Zusammenhang ist natürlich interessant, der Shift nach links hat halt eben auch eine sehr spezielle Eigenschaft. Wer kann mir denn sagen, was, ja, wem entspricht eigentlich dieser Shift nach links? Nee, also es geht jetzt nicht um die Null an erster Stelle. Also ja, wir können ganz so lang shiften, bis wir alles durchgeschiftet haben. Dann haben wir auch eine Null. Sondern es geht mir eher um, was bedeutet das, wenn wir damit rechnen. Und ich sehe auch die Antwort auch schon entsprechend. Oder ja, möchtest du noch? Genau, also im Endeffekt ist das halt eine andere Möglichkeit, eine Multiplikation darzustellen. Wenn wir halt was haben, wo wir sagen, wir haben x, links Shift n, dann können wir da sagen, da steckt nichts anderes hinter als x, unsere Zahl, ne, zur Erinnerung, x ist unsere Zahl, mit der wir irgendwas machen, mal 2 hoch und in dem Fall n. Das heißt also, wenn wir n nach links schieben, abhängig davon, wie viel n wir schieben, ist das dann mal 2 hoch etwas.
Im einfachsten Fall ist halt N0, ne? Weil wird halt mal 0 geschoben. Deswegen fällt das halt weg. Deswegen steht unser x alleine da. Denn x mal 2 hoch 0 wäre x mal 1. Also x. Das passt ganz gut. Wenn wir jetzt aber sagen, wir nehmen den Shift zum Beispiel um 3, was würde das dann also bedeuten? Ich hätte x mal, das wäre dann x mal 2 hoch 3, genau. Also als Beispiel, wenn ich jetzt eine Bitkette hätte, nehmen wir mal 4 Nullen und eine 1, dann passiert hier nichts anderes, als dass ich die 1 oder die Zahl um 3 Stellen nach links schiebe. Das heißt, ich habe nur eine 1 hier, das heißt, die wandert um 1, 2, 3 Stellen, also auf die zweite von vorne, 0, 1, von rechts mit Nullen aufgefüllt, 3 Nullen dahinter. Und wenn wir uns jetzt angucken, vorher war das eine 1. Nachher ist das ne, 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3. Das wäre also die 8. Und ich habe im Prinzip hier also 1 mal 2 hoch 3, also 1 mal 8, dargestellt, dadurch, dass ich das Ganze mit Shift mache. Und der Vollständigkeit halber, ne, wenn ich dann jetzt sage, um 6 geschoben, dann wäre das Ganze halt x mal 2 hoch 6. So, ihr sollt jetzt in der Hausaufgabe ein paar entsprechend angegebene Multiplikationen nehmen. Glücklicherweise gelten halt ja Sachen, wie wir sie aus der ja, aus der normalen klassischen Rechnung mit Dezimalzahl kennen auch. Insofern können wir Zahlen auch auseinandernehmen und ähnliches. Und wir gucken uns mal an, wie das aussieht, wenn wir x mal xy gleich 10 mal x rechnen sollen. Die Multiplikation sollen wir mit Shift-Schreibweise darstellen. Was müssen wir machen, damit wir überhaupt die Shifts benutzen können? Oder was müssen wir wissen, damit wir die Shifts benutzen können? Genau, wir müssen irgendwie, und ihr habt beide recht, sowohl im Chat als auch was du gerade gesagt hast. Im Endeffekt, wir müssen gucken, wie wir unsere Zahl in Dual kriegen oder wie wir sie zumindest im Rahmen unseres Dualsystems auch benutzen können. Dafür müssen wir sie aber nicht in Dual wandeln, sondern wir müssen einfach nur gucken, aus welchen Potenzen besteht unsere Zahl. Und insofern würden wir halt gucken, was ist so die höchste Zahl. Ah, okay, wir wissen. Höchste unter der 10 ist die 8 als Zweierpotenz, das wäre 2 hoch 3. Dann haben wir noch 2 über. Das heißt, 2, 2 ist 2 hoch 1. Und das ist gerade das, was ich halt meinte, das ist so schön, wie halt, wie wir es halt auch aus der klassischen Mathematik kennen. Wir können halt Zahlen auch einfach addieren. Das Ganze in der Klammer mal x. Und wir haben am Ergebnis nichts geändert. Es ist immer noch das Gleiche, aber wir haben jetzt Zweierpotenzen. Und Zweierpotenzen sind natürlich schön, weil die sind irgendwie so ähnlich wie das, was wir schon kennen. Und gleichzeitig haben wir hier zwar eine Klammer, aber wir wissen da auch wieder, was können wir halt machen. Wir können Klammer noch auflösen. Hat jemand einen Vorschlag, wie das Ganze jetzt in der Shift-Schreibweise aussehen würde? Okay, genau. Ich würde einfach stückweise übertragen.
Und quasi außerdem hier mal meine Klammer auflösen. Also das erste ist 2 hoch 3 mal x. Also x mal 2 hoch 3. Ah, das habe ich ja quasi schon. Das ist x um 3 nach links geschoben. Plus das andere, was ich noch habe, das ist 2 hoch 1. Das Schöne ist, ich muss gar nicht nachdenken, sondern es ist mal 2 hoch 1, das heißt um 1 nach links geschoben. Das Ganze zusammen addiert und das ist das Ergebnis. Hiermit würde ich mir die 8 erzeugen, hiermit die 2 und so bin ich schrittweise durchgegangen. Okay, die Frage, warum das effizienter ist. Also die eine Sache ist halt, du hast Shift-Sachen sowieso häufiger. Im Sinne von, naja, man braucht halt für andere Sachen das auch noch. Und dann ist halt auch die Frage, bei Multiplikation hat man da auch das Risiko, dass man sich irgendwelche Zwischenergebnisse merken muss. Das macht es vielleicht auch nicht unbedingt so viel besser. Rein formal gesagt muss man natürlich sagen, heutzutage sind die Rechner, die meisten Rechner so, ja, so gut von der Performance, dass das nicht mehr so den großen Unterschied macht. Also viele der Sachen sind halt, es geht dann eher darum, wie kann man es besser machen, dass man die Hardware entlastet, dass sie schneller Sachen machen kann für Echtzeitanwendung. Also gerade so dieses, wenn ich jetzt so ein autonom fahrendes Auto habe, was durch die Stadt fährt, oder noch schlimmer, einen autonom fahrenden Bus, machen wir es noch einen Tick größer, dann will ich, dass der nicht erst 10 Tage nachdenkt, oder dann will ich auch nicht mal, dass der 10 Sekunden nachdenkt, bevor er auf irgendwas reagiert, was vor ihm läuft, sondern dann will ich, dass er bitte im Bruchteil von einer Sekunde reagiert. Und dann für solche Sachen versucht man halt, möglichst wenig verschiedene Hardware zu haben, weil man dann gar nicht erst steuern muss, wo jetzt welche Signale langlaufen. Und dann eher gucken kann, dass das, ja, die Sachen, die man hat, möglichst effizient sind. Das so ein bisschen. Gibt, glaube ich, auch noch ein paar mehr Sachen, die dazu auf den Folien auch noch stehen. Genau, was wir jetzt auch haben können, es kann sein, dass wir nicht nur eine positive Zahl haben. Wir können das Ganze ja auch mit einer negativen Zahl haben. Lasst uns mal unser y gleich minus 48 mal x sein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie mal wieder aus Versehen. Doch, genau, das können wir nehmen. Irgendwann habe ich das mal geschafft, dass ich aus Versehen das aus dem Übungsblatt genommen habe. Das wollten wir ja nicht. Oder umgekehrt, Herr Meder das genommen hat, was ich genommen habe. Also, minus 48 mal x. Wie könnte das jetzt aussehen? Wenn du die minus 1 rausnehmen. Also im Endeffekt kannst du in gewisser Art und Weise Dinge wie gehabt verwenden. Das Problem ist, wenn du minus 1 verwendest und rausziehst. Das wäre ja das hier. Dann kannst du wunderbar hinten das Ganze darstellen. Leider hast du dann immer noch eine Multiplikation da drin und wir dürfen keine Multiplikationen haben. Das ist so ein bisschen doof. Was machen wir im Dezimalsystem, wenn wir durch eine Subtraktion eine negative Zahl haben wollen? Ach, ich habe jetzt. Okay, ich plapper Maul. Genau, im Endeffekt habe ich gerade gesagt, also wenn wir im Dezimalsystem aus zwei Zahlen durch das Verrechnen von zwei Zahlen eine negative Zahl haben wollen, dann können wir zum Beispiel subtrahieren. Denn wenn ich 15 minus 20 mache, habe ich minus 5.
Wenn wir Ähnliches hier anwenden wollen, wie können wir das machen? Genau, wir können sagen, beispielsweise 2 hoch 4 minus 2 hoch 6. Denn das wäre, vielleicht erstmal den Schritt davor, 2 hoch 4 ist 16, die 2 hoch 6 sind 64. 16 minus 64 ist minus 48. Und das hieße, dass wir x nicht vergessen, dass wir dann entsprechend auch hier in die Shifts das Ganze umsetzen können. Wir haben 2 hoch 4 mal x. Das heißt, das ist x links Shift 4 minus, das ist ja erlaubt hier oben, 2 hoch 6, also x links Shift 6. Das heißt, auf die Art und Weise können wir halt auch eine negative Zahl zusammenstückeln uns. Okay, also für eine positive Zahl einfach die Potenzen, die dazu passen, addieren. Für eine negative Zahl im Endeffekt geht es auch um die Potenzen, aber man zieht einfach eine größere von einer kleineren ab. Das ist da das Einfachste. Und muss sich das dann so ein bisschen zusammenbauen. Ihr habt, glaube ich, noch ein bisschen, noch einen dritten Fall. Naja, für die Aufgabe ist das damit dann schon soweit erfüllt. Ne? Wenn ihr einfach statt Multiplikation das Ganze in Shift-Schreibweise schreiben sollt, dann müsst ihr halt auf so eine Art von Schreibweise kommen, dass ihr mit Plus und Minus von verschiedenen Ergebnissen euch das zusammenbaut. Man kann natürlich auch mehr als nur zwei Shifts haben, die man addiert oder subtrahiert. Wichtig ist halt eben, dass kein Mal mehr auftaucht und dass ihr nur aus Shifts das Ganze zusammenbastelt durch die Zahl. Für Aufgabenteil C könnt ihr den. Du könntest auch natürlich mit einer Null anfangen, dann müsstest du dir entsprechend, ja, genau, ja, also im Endeffekt wichtig ist, dass die Zahl dann nachher halt gesamt kommt. Gut, was ich sagen wollte, für Aufgabenteil C, ihr könnt eine einfach hässliche lange Rechnung machen oder das andere, was auch möglich ist, auch vollkommen in Ordnung. Das andere, was ihr machen könnt, ihr könnt gucken, ob ihr mit Teil C, ob ihr euch da vielleicht mit einer Speichervariable das ein bisschen hübscher gestalten könnt. Für diejenigen von euch, die sich das ein bisschen angucken wollen oder überlegen wollen, was man da noch schöner machen kann. Aber die grundlegenden Sachen gelten sonst auch für Teil C an der Stelle. Gut, das ist wie gesagt erstmal die Geschichte Shift-Operation statt Multiplikation. Dann, jetzt muss ich gerade einmal gucken, in welche Richtung ich weitergehen wollte. Ja, okay. Es gibt diese Aufgabe mit der Base64-Codierung. Das ist ja die Aufgabe 5.3. Was ich da immer ganz wichtig finde, bevor ihr an die Aufgabe geht, ist zu verstehen, was passiert eigentlich in dieser Base64-Codierung. Und es gibt, muss ich jetzt einmal davor wegschicken, natürlich, es gibt eine schöne Folie, wo das ganz hübsch einmal ist, was wir uns hier gleich angucken. Aber vom Grundlegenden gucken wir uns das einmal an. Also, die Base64-Codierung. Bei der Base64-Codierung, ich
zitiere jetzt einfach mal das Aufgabenblatt, werden bei der Base64-Codierung werden jeweils 3 8-Bit-Eingangswerte durch 4 6-Bit-Ausgangswerte ersetzt, die dann zur Datenübertragung in ASCII-Zeichen kodiert werden. Okay. Beschreiben Sie durch logische und Schiebeoperationen. Aha, okay, also wir brauchen wahrscheinlich Shift-Operationen und logische Operationen, die Sachen, die wir uns eben angeguckt haben. Beschreiben Sie aus diesen Operationen, wie aus den 3 Eingabezeichen A1 bis A3. Okay, das waren also diese Eingangswerte, die, was sagte das Aufgabenblatt weiter oben, 8 Bit jeweils haben. Aus den 3 Eingabezeichen die 4 6-Bit-Ausgangswerte B1 bis B4 berechnet werden. Und dazu soll man dann halt die Ausdrücke für B1 bis B4 im Code vervollständigen. Was heißt das, wenn wir uns das grafisch angucken? Das heißt, wir haben quasi eine Eingabe, die ist so ein bisschen länger. Und diese Eingabe besteht aus 3 8-Bit-Ketten. Das sind unsere Eingabewörter. Die haben auch einen Namen. Das ist immer, das ist A1 bis A3. Das heißt, das erste hier ist A1. Dann haben wir A2. Und dann haben wir, das ist ungünstig, dann haben wir A3. Okay, das sind die Eingabewerte. Wie war das jetzt mit den Ausgabewerten? Es gibt 4 6-Bit-Ausgabewerte. Und ja, in dem Zusammenhang, genau, hier geht es auch um die Zahlen und alles. Ich habe deine Frage nicht vergessen, aber danke für die Erinnerung. Genau, die Ausgabewerte sind 4 6-Bit-Ausgabewerte. Das heißt, wir kommen auf quasi die gleiche Länge. Ne? 3 mal 8 Bit sind 24 Bit. 4 mal 6 Bit sind auch 24 Bit. Also 6 Bit Breite. Und unsere Ausgabewerte heißen B1 bis B4. Also B1, B2, B3 und B4. Okay. Sie werden kleiner. Also wir haben angefangen mit 8 Bit. Das heißt, irgendwie wird das auseinandergenommen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, wie das auch auf den Folien beschrieben ist, sieht man, dass man von dem ersten 8 Bit von den A1 die ersten 6 Bit nimmt, das ist mein B1. Dann habe ich hier noch 2 Bit über. Diese 2 Bit gehen an den Anfang von B2. Dazu fehlen mir aber noch 4 Bit. Wo kommen die her? Das sind die ersten 4 Bit von A2. Die gehen hier mit rein, in B2. Die letzten 4 Bit von A2 wiederum, die gehen nach B3. Sind dort die ersten 4 Bit. Und da wir hier noch 2 Bit zum Füllen brauchen, sind das die ersten beiden Bit von A3. Die gehen nach B3 und sind dort die letzten. Und dann habe ich noch in A3 die letzten 6 Bit über. Und das ist unser B4. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht, oder jetzt kommt ihr vielleicht auf den Trichter, warum ich gesagt habe, ich mache mit euch erstmal die ganzen Shifts und das Thema mit vielleicht auch Bitmaskierung und Ähnlichem. Denn es geht also darum, ihr habt so eine Bit-Folge quasi A1 und was wissen wir über A1? Wir wissen, das ist definiert als Integer. Integer haben einen Wertebereich. Ich glaube, das steht sogar auch im Aufgabenblatt.
von 0 bis 255. Das passt ziemlich gut auch zu den 8-Bit, ne? Das heißt, wir haben eigentlich da schon eine Zahl in einer Dualdarstellung, auf der wir auf jeden Fall unsere bitweisen Operatoren und unsere Shifts und sowas anwenden dürfen. Okay, also was müsst ihr machen? Zum Beispiel für den ersten Teil hier müsst ihr euer A1 nehmen und müsst dafür sorgen, dass diese 6 Bit da sind. Ja, dass das eine 6-Bit-Zahl, dass das die ersten 6-Bit, dass das eine reine 6-Bit-Zahl ist. Die letzten beiden irgendwie weg. Letzten beiden weg geht irgendwie schwierig. Ihr kriegt trotzdem ja eine 8-Bit-Zahl. Also, ja, also du bastelst mit der Dualzahl, aber unten sind das 6-Bit, Achtung, ne? Also sind unten nicht mehr 8-Bit, sondern es sind 6-Bit. Das heißt, du wirst am Anfang hier. Die 8 fürs B1 müsst ihr das A1 so manipulieren, dass ihr die ersten 6 Bits vielleicht als die letzten 6 Bits habt, weil das dann die sind, die unten in B1 einfließen direkt. Und wenn vor 0 davor Nullen sind, dann ist das ja egal, die anderen. Für das letzte ist es quasi umgekehrt. Ne? Da braucht ihr halt dann nur die letzten 6 Bits und müsst dann irgendwie gucken, dass ihr die beiden davor irgendwie loswerdet. Bisschen komplizierter ist halt eben, sind die B2 und B3, weil ihr da jeweils immer einen Teil von den anderen braucht. Und da, also für im Prinzip für B2, B3 und B4, da geht es halt eben darum, dass ihr halt zum Beispiel sowas wie Bitmaskierung mitnutzen solltet. Dass ihr halt sagt, ich will gezielt nur diese paar Bits haben und die kombiniere ich dann mit den anderen Bits auf Arten und Weisen, wie ich euch gezeigt habe, wie wir Bits kombinieren können. Ich kann euch jetzt natürlich jetzt nicht die Lösung sagen, aber ich kann euch halt sagen, dass es, wie gesagt, sehr einfache Sachen sind. Wenn ihr anfangt, hier wieder 10 Seiten zu rechnen, dann ist es zu viel. Guckt einfach Schritt für Schritt, dass ihr euch die Bitzahlen da zusammenbastelt und wie ihr die da rauskriegt. Und wie gesagt, gerade das Stichwort Bitmaskierung bitte nochmal sonst gucken. Ja. Genau, und lasst euch nicht irgendwie von diesem Character Base Table 64, das braucht ihr alles nicht, ne? Der Aufgabentext sagt an der Stelle ganz genau, beschreiben Sie durch logische und Schiebeoperationen, wie die 4-Bit, die 4 6-Bit Ausgangswerte ersetzt werden. Diese Werte sind halt eben B1, B2, B3 und B4. Das ist das Einzige, für das ihr was machen sollt. Nein, ich werde jetzt nicht tiefer ins Beispiel gehen, weil das sollt ihr tatsächlich selber machen. Ich verweise nochmal darauf hin, dass wir zum Beispiel hier Dinge gemacht haben, wie wir Bitmuster manipuliert haben, wie wir dort mit einigen Dingen berechnet haben, wie wir Dinge zusammengeschoben haben. Und ich verweise darauf, dass wir uns angeguckt haben, wie wir mit Shifts vielleicht dafür sorgen können, dass, ihr habt hier ganz schöne Shifts übrigens. Wie man vielleicht dafür sorgen kann, dass eine Null vorne steht. Wie man dafür sorgen kann, dass Dinge vorne stehen und hinten Nullen stehen, wenn man sie vielleicht mit was anderem kombinieren will. Und das war jetzt schon der größte Soundfall, den ich euch mitgeben kann an der Stelle. Gut, ansonsten haben wir Aufgabenblatt 5 noch. Nicht Aufgabenblatt 5, sondern Aufgabe 5 von Blatt 5. Das ist jetzt allerdings tatsächlich auch nicht mehr so viel anders. Auch da geht es eigentlich darum, dass ihr, also für Blatt 5 dürft ihr, ich sag schon wieder Blatt 5, für Aufgabe 5.
Da geht es ja darum, die Rotate Left und Rotate Right Operatoren in C und Java als Klasse zu schreiben. Nicht als Klasse, als Methode zu schreiben. Wir hatten uns doch wieder zurück dahin. Wir hatten uns hier angeguckt, wie Rotate Left und Rotate Right funktioniert. Wir sehen, wenn wir uns das angucken, okay, Rotate Left beispielsweise schiebt halt Dinge nach links. Welches Shift schiebt Dinge nach links? Okay, das können wir rausfinden. Das können wir sehen. Das haben wir durchgesprochen. Aber wenn wir Dinge nach links schieben, dann fehlt uns fürs Rotate Left ja immer noch was, ne? Dann fehlt uns hier immer noch so der letzte Teil, das, was von rechts quasi reingeschoben wurde. Das heißt, da muss man irgendwie Dinge dahin schieben. Also müsst ihr das vielleicht in zwei Teilen machen mit dem Rotate Left und Rotate Right. Nämlich einmal, wie schiebt ihr die Dinge in die eine Richtung? Und dann, wie kombiniert ihr das mit etwas, wo ihr die anderen Teile habt? Also vielleicht schiebt ihr nochmal in die andere Richtung. Was ist noch spannend? Ihr müsst wissen, wie weit ihr das Ganze schiebt. Ne? Es gibt da irgendwie hier Int-Distanz. Naja, Distanz ist irgendwie schon ganz hilfreich. Ne? Dann kann man das irgendwie als Hilfe nehmen, wie man damit weitergeht. Genau, also insofern auch da, wie gesagt, nehmt das Rotate Left und das Rotate auseinander. Ihr werdet eigentlich nur eine Zeile als Ergebnis brauchen, aber ihr müsst halt irgendwie zwei Operationen machen und die miteinander kombinieren. Das habe ich gerade eben auch da schon so in Frage gegeben. Wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt mit den Operationen, wie das funktioniert, und wie gesagt, und ich weise halt nochmal darauf hin, guckt euch bitte nochmal in Ruhe das Thema Bitmaskierung auch an. Da könnte ich jetzt auch nochmal 10 Stunden reden. Langsam bin ich allerdings auch heiser. Dann solltet ihr damit auch zurechtkommen, mit der Aufgabe 5.3. Und für Aufgabe 5.5 braucht ihr halt nicht mal Bitmaskierung, sondern da geht es nur darum, wie ihr es auseinandernehmt und verschiebt. Gut, wie gesagt, wieder relativ lang leider. Ich schätze, es liegt einfach daran, ihr habt so viele Fragen, weil halt das so ein bisschen, naja, sonst kann man die halt in der Vorlesung auch gut stellen oder es ist auch ein bisschen anders mit der Vorlesung. Aber gut, dafür mache ich das ja auch mit euch, dass ihr hier lernt. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche mit möglichst guten bearbeiteten Hausaufgaben und auch sonst möglichst erfolgreich. Und ja, bis nächste Woche oder irgendwann anders.